40. Netzpolitischen Abend am 1. Oktober. Wir senden und diskutieren online, weil wir eben uns immer noch nicht treffen können. Aber wir treffen uns eben hier in diesem virtuellen Raum. Wir sind auch heute wieder dankbare Gäste der Faircom, die uns auf ihrer Plattform Fair Teaching hosten. Wir haben ein sehr spannendes Programm, durch das ich, Katja Meyer, Institut für Wissenschafts- und Technikforschung der Universität Wien, Sie euch heute führen darf. Ich werde unterstützt von meiner Kollegin Sophie Kronberger, auch hier bei mir am Institut tätig. Und wir beide freuen uns sehr auf die jetzt folgenden Vorträge. Wir haben drei unterschiedliche Themen heute, die wir besprechen werden, die aber natürlich in gewissen Dimensionen Überlappungen zeigen werden, nehme ich an. Wir beginnen mit Lukas Lehner von der Universität Oxford, der uns den Oxford Super Tracker vorstellen wird. Er wird circa 15 Minuten sprechen und wir haben dann einen schönen Zeitblock noch für eine Diskussion. Nach ihm kommt Lukas Schlögl hier von der Universität Wien, Institut für Politikwissenschaft, und wird über Politik und Automation sprechen. Und zu guter Letzt kommt Alexander Klimborg, der uns ein bisschen näher einführen wird in Cybersecurity oder, sage ich mal, die Problematik der unterschiedlichen Begrifflichkeiten und Governance-Formen und internationalen Arrangements, die hinter diesem Begriff stecken können. Genau, und ich freue mich, dass alle da sind, und ich würde jetzt gleich mal meine Kollegin Sophie bitten, den ersten Sprecher vorzustellen. Genau, noch kurz vielleicht, wir teilen uns die Moderation auf, das heißt, nach den 15 Minuten haben wir mal kurz 5 Minuten eingeplant für Fragen. Katja wird die Moderation da übernehmen und ich werde dann die Fragen monitoren. Das heißt, wenn es Fragen gibt, einfach man hat die Möglichkeit, das über den Chat zu stellen oder ein Handzeichen zu geben. Und ich würde dann die Person aufrufen, sozusagen, wenn die Frage persönlich gestellt wird oder gestellt werden will. Genau, und wir beginnen mit Lukas Lehner. Lukas Lehner promoviert an der Universität Oxford zu den Treibern von Lohndynamiken und deren Auswirkungen auf wirtschaftliche Ungleichheiten. Dabei untersucht er die Gründe für das schwache Lohnwachstum in Europa und dessen makroökonomische und verteilungspolitische Implikationen. Zuvor hat Lukas als Ökonom an der OECD in Paris und an der ILO in Genf gearbeitet und er war Forschungsassistent an der London School of Economics. Lukas Lehner hat auch den Oxford COVID-19 Super Tracker initiiert, der anfangs als einfacher Twitter-Thread begonnen hat, sozusagen ein Tracker aller Tracker von internationalen, nationalen Policies und deren Auswirkungen, von denen man sicher heute und jetzt mehr erzählen wird. Lukas. So, ich gebe jetzt noch schnell die Präsentatorenrechte an den Lukas. Entschuldigung, vor lauter Zuhören habe ich total drauf vergessen. Sollten jetzt bei dir sein. Ja, vielen Dank für die Einladung, Katja Meyer und Sophie Kronberger. Ich freue mich sehr, heute hier bei euch sein zu können und auf den Austausch. Ich nehme an, ihr seht meine Folien hier. Sie kommen. So, jetzt könnt ihr meinen Screen, meine Folien sehen. Ja. Super, wunderbar. So, ich werde kurz 10-15 Minuten über das Tracking von Politik Antworten auf die Covid-19-Krise erzählen und wie wir da quasi in Oxford unser Verzeichnis, unser Directory begonnen haben. Das ist ein gemeinsames Projekt mit Mary Daly, Bernhard Ebbinghaus, Marek Natzig und Tim Flanders, Professoren am Department of Social Policy and Intervention in Oxford, und Elias Naumann an der Uni Mannheim. Ich werde kurz zuerst über die Covid-19-Welle sprechen, allerdings weniger über die Welle der Infektionen, sondern mehr über die Welle an neuen Datenquellen, die es gegeben hat. Dann erzählen, wie wir zu unserem Projekt, dem Oxford Super Tracker, also diesem Tracker of Trackers, gekommen sind. Und danach können wir vielleicht gemeinsam kurz über Möglichkeiten und Herausforderungen dieser neuen Datenquellen diskutieren, sowohl für Forschung als auch für Politik. Also die Policy Tracker an sich ist quasi eine Datenquelle, wo länderübergreifend in der Regel auf nationaler Ebene pro Land in einem bestimmten Themenbereich
unterschiedlichsten wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Themenbereichen Maßnahmen in der Regel von Regierungen, aber auch von öffentlichen Einrichtungen dokumentiert werden. Und das ist also quasi eine Art von Datenquelle, die weniger populär war, vor allem vor der Corona-Krise. Und deswegen habe ich hier nur kurz die Google-Suchanfragen für Policy Tracker abgebildet. Und wir sehen quasi, dass sich ab dem Zeitpunkt, wo die Corona-Welle Europa voll erwischt hat und Europa in den Lockdown gegangen ist, ab diesem Zeitpunkt, wo quasi ein massiver, exogener, quasi exogener Schock viele Länder relativ gleichzeitig, relativ gesehen ähnlich betroffen hat und quasi diesen Bedarf gab, Politikmaßnahmen über Länder hinweg zu dokumentieren, dass also auch diese Nachfrage an diesen Datenquellen massiv gestiegen ist und sich quasi innerhalb der letzten Monate verdoppelt hat. Also wenn man sich die Suchanfragen ansieht über den Zeitraum vom letzten Jahr auf Google. Und ich bin quasi relativ zu Beginn auf diese Datenquellen aufmerksam geworden, so gestellt wahrscheinlich aufgrund meines Hintergrundes, wo ich für die internationalen Organisationen ILO und OECD gearbeitet habe und die welche der ersten Produzentinnen waren von solchen Cross-Country-Quellen in ihren jeweiligen Bereichen und habe dann aber quasi miterlebt, wie es quasi eine Explosion solcher neuen Datenquellen gab, mehr dazu gleich. Was ist es also quasi, also wer stellt diese neuen Datenquellen zur Verfügung? Also wir sehen, etwa ein Drittel kommt von Universitäten und Academics, ein Drittel von allen, die wir gesammelt haben und dokumentiert haben in unserem Supertracker, ein Viertel von internationalen Organisationen und dann auch von NGOs, von Thinktanks, von Public Agencies, also häufig eigentlich öffentliche Institutionen, aber auch ein paar große private Konzerne, vor allem im Bereich, wo es um beispielsweise Mobilität oder soziale Interaktion geht, wo das quasi die großen Tech-Corporations, Multinationals sind, die quasi, wie beispielsweise Google, Apple, Mobility Trackers, die quasi also durch die Daten, die sie gesammelt haben, unheimlich schnell und gut abbilden könnten, wie sich zum Beispiel Mobilität oder soziale Interaktionen in Ländern, in Regionen über Zeit verändert haben. Die ersten Initiativen haben sich auf Grenzschließungen konzentriert, auf Social Distancing Measures, auf kurzfristige Arbeitsprogramme wie Kurzzeitarbeit, Interventionen zur Finanzmarktturbulenzen. Und einige Dutzend ForscherInnen waren da im März damit beschäftigt, quasi diese Ankündigungen von Regierung, von neuen Coronavirus-Politikmaßnahmen quasi in Echtzeit zu dokumentieren. Und das ist eine unheimlich quasi wichtige Arbeit, weil das ja den länderübergreifenden Vergleich quasi in Real-Time ermöglicht und die politischen Entscheidungsträgerinnen und deren Entscheidungen quasi auch vergleichbar macht mit denen aus anderen Regionen, aus anderen Ländern. Einige Tracker umfassen große, breite Bereiche wie Makroökonomie und Sozialpolitik und andere sind aber auch viel enger gefasst und bieten dann eine detailliertere Informationen, wie zum Beispiel ein Tracker, der dokumentiert verschobene Wahltermine pro Land. Auch unheimlich viele innerhalb von nur im März und April schon. Über 50 verschobene Wahltermine weltweit. Einer dokumentiert nur Schulschließungen weltweit und wie viele SchülerInnen betroffen sind. Einer dokumentiert nur, wie viele SchülerInnen betroffen sind von Schulmahlzeiten, die ausfallen. Andere dokumentieren zum Beispiel Gefängnismaßnahmen. Einer zum Beispiel speziell für Aufstände und Revolten in Gefängnissen aufgrund der mangelnden Schutzmaßnahmen gegenüber den Insassen. Andere wieder beispielsweise von der OECD, von der Weltbank, vom Internationalen Währungsfonds sind sehr umfassend, umfassen eigentlich alle 196 Volkswirtschaften der Welt und sehr breit wirtschaftspolitisch. Andere, die dann eben auch sind so spezialisiert, dass sie sich nur zum Beispiel Maßnahmen von Steuerverwaltungen oder von Patentämtern in unterschiedlichen Ländern dokumentieren.
oder andere beispielsweise die Medienberichte über die Pandemie dokumentieren und daraus auch gewisse Indizes bilden. Oder beispielsweise die Maßnahmen von NGOs zur Wahrung von Bürgerrechten dokumentieren über Ländergrenzen hinweg. Mehrere Projekte gehen auch über nationalen Rahmen hinaus, wie zum Beispiel ein Tracker, der sich nur auf Exportbeschränkungen für Lebensmittel konzentriert, die während der Krise erlassen worden sind. Oder ein Tracker, der verfolgt, wie gesamteuropäische Solidarität mit unterschiedlichen Maßnahmen über diplomatische Beziehungen, über Hilfe zwischen den Ländern, also was passiert ist und der quasi Flows von einem Land in ein anderes jeweils trackt. Unterschiedliche Tracker zu Kriegen, zu Waffenstillständen oder auch nur zu Projekten der Weltbank im Zuge der Covid-Krise oder philanthropische Projekte von privaten Geldgebern, der trackt dann Geldflüsse von Beträge und Empfänger von den jeweiligen Spenden. Zusätzlich zu diesen zu all diesen Policy-Trackers haben wir dann auch begonnen, Surveys zu sammeln, also quasi auch also Population-Surveys, Umfragen im Kontext der Corona-Krise erstellt worden sind, einige neue, zuallererst quasi im Internet über Snowboarding, wo quasi jeder, der mitmachen wollte, teilnehmen konnte und danach auch qualitativ hochwertige Surveys, die bereits bestehen, also die bereits ein bestehendes Panel haben, die begonnen haben, Fragen zur Corona-Krise zu inkludieren, dieses weiterzuführen. In Wien zum Beispiel, an der Uni Wien, das Austrian Corona Panel ist eines, das wir im Directory haben. Und Elias Naumann von Uni Mannheim edited die Survey Collection. Und die haben wir gegliedert eben in Probability Sampling, Quota Sampling und Snowballing anhand der unterschiedlichen Sampling-Kriterien. Welche Länder werden es, welcher Raum wird geografisch abgedeckt? Also wir sehen eigentlich, dass über die Hälfte der Tracker die gesamte Welt abdecken und danach folgt ein klarer westlicher Fokus von OECD-Ländern, von Europa-Ländern, europäischen Ländern. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir eigentlich nur englische Quellen tracken. Also das ist natürlich kein ganz umfassendes Bild. Und die Tracker, die es gibt, die auf einzelne Länder fokussiert sind, dann häufig subnational gehen und den Unterschied zwischen unterschiedlichen Regionen dokumentieren in Politikmaßnahmen, die sind sehr, sehr häufig auf die USA alleine konzentriert. Wenige, die das für europäische Länder machen. Was ist jetzt also Talks for Super Tracker und wie haben wir damit begonnen? Wir haben also alle diese Quellen gesammelt und strukturiert nach Politikfeldern, nach Ländern, die inkludiert sind, nach Datenformat, AutorInnen und so weiter. Und es wurde schon kurz erwähnt, quasi die Entstehungsgeschichte, die vielleicht auch eine interessante ist, wo ich quasi einfach eines Morgens 4 Policy Tracker auf Twitter geteilt habe. Das war im März. Zu sozialpolitischen Sammlungen der OECD, der Weltbank, eben die ersten, die mir untergekommen sind. Und innerhalb weniger Tage ist das quasi, sind unheimlich viele Vorschläge über Twitter gekommen von Usern, wo ich quasi Dutzende weitere Quellen in diesem Thread gelistet habe. Und über mehrere Wochen hinweg ist diese Sammlung auf über 100 Quellen gewachsen, woraufhin ich die dann einfach, weil es unübersichtlich geworden ist, auf eine statische GitHub-Page verschoben habe, nachdem ich gegliedert habe. Und eigentlich dachte ich, die Sammlung und das Projekt sind damit abgeschlossen. Und innerhalb weniger Woche wurde diese Seite dann aber aus 120 Ländern der Welt aufgerufen. Und ich habe E-Mails von allen Kontinenten bekommen, wo Personen neue Quellen vorgeschlagen haben oder eben gefragt haben, welche Datenquellen zu empfehlen sind und wo sie eben nach bestimmten Themen gesucht haben. Und deswegen haben wir uns dann entschlossen, an der Uni Oxford im Frühjahr das Projekt Sozialpolitik-Department zu starten und haben im Rahmen der Vorbereitung dieser Supertracker-Website, dieses Tools, auch ein Webinar mit Vertreterinnen der OECD, Weltbank, ILO und so weiter organisiert, um die Produzentinnen der relevantesten Tracker mit einzubeziehen und mit ihnen quasi zu diskutieren, wie man die Sammlung am besten strukturieren und aufbauen kann. Und, also was ist quasi die Konklusion von der Geschichte ist, das Potenzial von Schwarmintelligenz durch soziale Medien ist mir sehr eindrücklich vor Augen geführt worden.
und wo quasi viele Mitwirkende diese öffentliche Sammlung als öffentliches Gut aufgebaut haben. Und durch das mit Einbeziehen von Mitwirkenden konnten wir diese Sammlung quasi innerhalb von sehr kurzer Zeit sehr viele Quellen sammeln, kategorisieren und dass sich das quasi via Mundpropaganda verbreitet. Was bedeutet das jetzt also, diese Sammlung und diese Quellen? Zum einen ist ein Vorteil von dieser Unzahl an Policy Trackers, dass es ermöglicht auch eine gewisse Vergleichbarkeit von Informationen verschiedener Quellen, was die Qualität erhöht. Sie werden genutzt in der Regel von WissenschaftlerInnen, genauso wie von Policy Analysts, die quasi gewisse Hintergrunddokumente in der Administration, in der Bürokratie aufbereiten. Einige Policy Tracker haben auch eine zeitliche Dimension, die also gerade für Forschung quasi experimentelle Designs ermöglicht. Durch die Arbeitsteilung der Produzentinnen unterschiedlicher Tracker und die Koordination dessen beginnen jedoch bereits, also haben bereits begonnen, komplementäre Effekte der Tracker, dass quasi einige der Tracker-Informationen aus anderen Trackers nutzen, um umfassender zu sein, um die Informationen zu verifizieren, die sie haben aus mehreren Quellen und so weiter. Gleichzeitig geht das aber auch mit Herausforderungen einher. Und quasi zum einen, dass die Quellen, einige der Quellen einen sehr eingeschränkten Umfang haben, aufgrund von Kapazitätsengpässen der Produzentinnen. Es gibt auch eingeschränkte Vergleichbarkeit durch die unterschiedlichen konzeptionellen Zugänge, die zu unterschiedlichen Datenstrukturen führen. Das aber gleichzeitig auch als Vorteil gesehen werden kann, dass es eine große Diversität der unterschiedlichen konzeptionellen Zugangsweisen gibt, die auch unterschiedliche Methoden erlauben, um quasi unterschiedlich mit diesen neuen Quellen zu arbeiten. Und Koordinierung kann im fortgeschrittenen Stadium, wo wir uns darum bemühen, auch ineffektiv sein, wenn bereits viel Arbeit in eine gewisse Datenstruktur hineingeflossen ist. Und also man kann damit heute bereits sehr gut die Variation in Politiken zwischen Ländern und Regionen dokumentieren. Viel, viel schwieriger und begrenzter ist die Möglichkeit, die Auswirkungen der jeweiligen Politiken auf soziale Outcomes festzustellen, dass eben noch eine mangelnde aktuelle Daten gibt zu Einzel- oder Haushaltspanelen. Was haben wir als nächstes vor? Also wir werden über die nächsten Monate die Sammlung erweitern. Wir haben ja bereits ein paar Dutzend neue Quellen, die wir eigentlich noch inkludieren müssen. Und das über die nächsten Monate werden, es ist quasi auch interaktiv, wo immer quasi, wenn jemand von euch eine Quelle kennt, die wir nicht inkludiert haben, die man uns einfach per Google Form senden kann, damit wir die aufnehmen. Und wir arbeiten zusammen mit den Datenproduzentinnen, um Informationslücken zu schließen und eine gewisse Integration herzustellen, also um die wichtigsten sozial- und wirtschaftspolitischen Tracker zu integrieren. Es gibt sowas bereits für die Interventionen, für die Social Distancing Maßnahmen von der WHO in Kooperation mit der London School of Hygiene and Tropical Medicine. Und wir bemühen uns um eine ähnliche Integration im Arbeitsmarkt, sozial- und wirtschaftspolitischen Bereich. Ein weiterer Punkt ist, dass wir womöglich direkte API-Zugangscodes auf den Supertracker stellen wollen, damit man gleich gewisse Bulk-Downloads von unterschiedlichen Quellen durchführen kann. So, jetzt sind quasi abschließend, habe ich noch ein paar Fragen an die Runde, die ich mir gedacht habe als Einladung auf den heutigen Abend. Ist mir nämlich aufgefallen, dass wo wir doch so viele Quellen und ich dachte fast alle Themenbereiche gecovert haben, was quasi fehlt, ist eigentlich eine systematische Übersicht zu Maßnahmen im Bereich der Netzpolitik, des Internets, des Datenschutzes, Digital Governance. Beispielsweise auch also von Maßnahmen könnte aber auch sein von Berichterstattung im Kontext der Corona-Krise.
Und das ist quasi meine Frage in die Runde, ob jemand Policy Tracker oder Service zu diesem Thema kennt, die uns fehlen. Und dann sind quasi auch Fragen, die ich mir stelle, welche Relevanz haben Policy Trackers für Netzpolitik? Letztendlich ist es ja eine Machtfrage. Wer schafft die Evidenz, wer produziert die Daten und wer hat Zugang zu den Informationen? Und die wollen wir durch dieses Projekt zumindest etwas transparenter gestalten. Ja, das sind noch weitere Quellen und danke für für die Aufmerksamkeit. Danke, Lukas. Das war sehr interessant. Gleich vielleicht, weil wir jetzt bis jetzt keine Fragen auch im Chat hatten, gleich einen Hinweis zu möglichen Policy-Trackers oder sage ich mal Trackers, die im Bereich Netzpolitik da vielleicht interessant sein könnten. Ich suche dann nachher gleich den Link raus, aber es gab im Zuge der verschiedenen Corona-Apps, also wo die verschiedenen Länder weltweit versucht haben, irgendwie Applikationen zu bauen, die verschiedenen Arten und Weisen im Umgang mit Corona abbilden sollten, bis hin zu zum Beispiel sowas wie Contact Tracing, aber eben auch sowas wie Quarantäne, Überprüfung und so weiter, was es da für verschiedene Maßnahmen gab. Da gab es mehrere Tracker, die versucht haben, das zu tracken. Ich weiß allerdings nicht, wie up-to-date sie sind. Ich glaube, du weißt selber aus deiner Erfahrung, wie schwer das ist. Und das ist eigentlich sind 7 Fulltime-Jobs zusammen, einen Tracker am Laufen zu halten und aktuell zu halten, vor allem in Krisenzeiten, wo sich irgendwie ständig etwas verändert. Also ich glaube, da können wir vielleicht ein paar zusammensammeln, vielleicht auch der Aufruf, wenn ihr etwas wisst, das in den Chat zu posten. Was mir jetzt, also eine brennende Frage, die mir auf den Lippen liegt nach deinem Vortrag, ist der Tracker als wissenschaftliches Instrument. Ja? In Zeiten, wo es zum Teil keine Daten gibt oder wo man auch offiziellen Daten nicht vertrauen kann, beziehungsweise wo die offiziellen Daten, so man jemals dazu Zugang haben sollte, erst sehr, sehr viel später vermutlich verfügbar sein werden, sind ja solche Tracker ein unglaublich wichtiges Instrument, wie du ja selber gesagt hast. Also sie bieten jetzt die Möglichkeit für die Wissenschaft, ganz nah dran am Thema zu arbeiten. Du hast auch angesprochen die notwendige Standardisierung. Ja, also du hast erzählt, ihr schaut da, was die WHO macht und ihr schaut irgendwie, wie da nach welchen Kriterien die vorgehen, um ihre Tracker aufzusetzen und ihr versucht etwas Ähnliches. Ja, was würdest du sagen, wie könnt ihr euer Instrument noch besser eichen und was braucht es da für einen Community-Effort auch in diesem Standardisierungswahnsinn, den ihr da vor euch habt bei all diesen unterschiedlichen Themenbereichen? Ja, also danke für jeden Fall für das Angebot. Ich nehme gerne alle Empfehlungen und Tipps entgegen. Corona-App-Tracker haben wir auch einen im Index, also im Inventory, also nehme ich da gerne auf. Ich gebe dir komplett recht. Es geht sowohl um die zeitliche Verfügbarkeit, also um die Standardisierung, die unmittelbar größere Transparenz zwischen Politiken und Ländern, als es das bisher gab, und schafft natürlich so die Maßnahmen, die eingesetzt werden, unmittelbar zu vergleichen und zu einem gewissen Grad auch diejenigen, die die Entscheidungen treffen, dadurch Rechner zu ziehen, dass sie einen gewissen Legitimitätsdruck ausgesetzt sind. Ich glaube, deswegen haben diese Quellen eine ganz wichtige politische Funktion. Und natürlich gibt es eine Unzahl bereits von Research Papers und von Reports, die sich diese Quellen zunutze machen und zwischen Ländern vergleichen. Die Standardisierung ist in der Tat nicht einfach, da eben diese Quellen sehr, sehr schnell gewachsen sind und teilweise in sehr unterschiedliche Strukturen gewachsen sind. Es ist jedenfalls auch ein unheimlicher Meilenstein, dass diese Quellen aber öffentlich sind, während sie erstellt werden. Also ich habe von allen Seiten, beispielsweise in meiner Vergangenheit in den internationalen Organisationen gab es ansatzweise ähnliche Quellen intern zur Verwendung, zum Vergleich zwischen den Ländern, aber die waren nie öffentlich. Und mich hat eigentlich unheimlich überrascht, dass zu Beginn der Krise gleich diese Quellen einfach nur als Spreadsheets online gestellt worden sind und jeder darauf zugreifen konnte und damit arbeiten konnte. Und ich glaube, das stellt schon einen gewissen Fortschritt auf qualitativer Ebene dar, da bisher ja quasi solche Cross-Country-Datensammlungen immer
mit viel Aufwand, Budget, Forschungsförderungsanträgen verbunden waren und mehrjährige Projekte waren und auch dann, als sie abgeschlossen wurden von universitären Wissenschaftlerinnen, gab es eben immer das Problem, dass sie aktuell gehalten werden und so weiter. Und dass solche Quellen jetzt quasi öffentlich zur Verfügung gestellt werden, ist wirklich, glaube ich, ein relevantes öffentliches Gut, was jetzt ganz am Anfang steht und was, glaube ich, in den nächsten Jahren und wesentlich stärker noch verwendet werden wird. Klar, also es wird sich zeigen, welche Quellen sich durchsetzen. Es gibt, also Zweck Standardisierung, es gibt bereits auch Quellen, die aufgehört haben, abgedatet zu werden. Da kommt es dann natürlich oft darauf an, auf die Ressourcen. Häufig haben internationale Organisationen, nationale Agenturen mehr Ressourcen als Academics, die das nur über einen bestimmten Zeitraum an der Universität machen können oder eingeschränkt auf den Fokus. Aber ich glaube, dass da der Austausch ganz wichtig ist. Und wir sind eigentlich auf unheimlich offene Türen gestoßen, als wir teilweise den Kontakt zu Institutionen aufgenommen haben, weil diese Institutionen natürlich eben, wie gesagt, den Vorteil haben der größeren Kapazitäten, um Dinge zu dokumentieren, aber auch gewisse Nachteile haben. Und die sind in der Regel, dass sie Träger sind, langsamer in Entscheidungsstrukturen, weshalb sehr positiv überraschend war, dass diese Quellen so öffentlich schnell zur Verfügung gestellt worden sind. Aber was es jetzt schwierig macht, diese Daten für die Organisationen zu integrieren, weil da quasi immer viel Politik und Diplomatie im Hintergrund mitspielt und als Universitäre ist von diesen Zwängen relativ frei befreit und kann viel schneller und einfacher auch Integration von den Datensätzen betreiben. Und da, glaube ich, kommt unsere Rolle als Wissenschaftlerinnen an der Uni. Ja, ja, ich habe eine Frage hier im Chat. Sabine Hartmann schreibt, ich stelle mir doch sehr die Frage, wie sinnvoll ein Supertracker ist, der sich nur Quellen in einer an Quellen in einer Sprache richtet. Das ist schon ein ziemlicher Language Cultural Bias. Wie geht ihr damit um? Ja, das ist eine Einschränkung. Ich muss sagen, wie ich Wissenschaft wahrnehme, betrifft diese Einschränkung nicht nur den Supertracker, sondern in gleichermaßen Wissenschaft in der westlichen Welt sehr stark, vor allem im anglosächsischen Raum und von dort quasi ausstrahlend auch auf die restlichen europäischen Länder. Für uns ist es quasi eine Kapazitätsfrage, dass wir selbst quasi nur Englisch beruflich sprechen und dadurch quasi nicht mehr Abdeckung haben. Es wäre auf jeden Fall sinnvoll, andere Quellen mit einzubeziehen. Ist, denke ich, eine Kapazitätsfrage und ist definitiv ein klarer Bias, der, ich glaube, wahrscheinlich weniger die Sprachenvielfalt, also weniger stark sich in Europa auswirkt, aber viel stärker natürlich auf anderen Kontinenten. Ganz klar, ist eine massive Einschränkung. Mhm. Wäre da eine Möglichkeit zum Beispiel, dass ihr gerade jetzt im Vergleich, ihr werdet ja einen sehr guten Blick dafür bekommen, wo besonders gut vergleichbare Dimensionen sind oder und vor allem, wo dort die Löcher sind, eben vielleicht gerade durch die fehlenden Sprachen. Wäre das eine Möglichkeit, dass ihr da proaktiv werdet und schaut, dass ihr eben Inhalte explizit in anderen Sprachen auch zu gewissen Dimensionen der Perspektive dazu holt? Ja, das stimmt. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Da wäre ich sehr motiviert dafür. Der Bias kommt natürlich nicht von irgendwoher, sondern auch von der Anreizstruktur, der wir ausgesetzt sind, und die umfassenden Quellen von internationalen Organisationen zum Beispiel werden nur auf Englisch zur Verfügung gestellt. Aber ja, also es wäre auf jeden Fall sinnvoll und ich wäre sehr motiviert, dass wir das quasi auf andere Sprachen ausweiten. Genau. Ich denke vor allem wahrscheinlich Spanisch für Lateinamerika, in Ostasien, zum Teil Französisch in Westafrika. Sophie, du hattest auch noch eine Frage. Genau, nein, Sabine Hartmann hat noch einmal geschrieben, sozusagen, dass es gerade im akademischen Bereich sollte es doch genug Netzwerke geben, um das zu überbrücken. Vielleicht auch als Anschluss, gab es da irgendwie Ideen, ob man das ausbreiten könnte, mit anderen Institutionen zusammenarbeiten könnte oder ähnliches? Oder steckt das sozusagen jetzt noch in den Kinderschuhen? Also eigentlich gab es noch wenige Ideen von uns in diese Richtung. Ist auch an Kapazitätsengpässen gescheitert bisher, dass wir quasi schon
mehr als zu tun hatten, um diese Sammlung auch zusammenzuhalten und aktualisiert zu halten. Aber es wäre definitiv sinnvoll, ist vielleicht auch hier gleich die Einladung, wenn es Personen gibt in der Runde, die Netzwerke haben, wo sie glauben, dass es Interesse gibt, wenn es Personen gibt, die interessiert wären, für andere Sprachen mitzuarbeiten, dann bitte meldet euch bei mir und ich werde eben sehr aufgeschlossen. Wir könnten darüber reden. Sehr spannendes Thema. Ich glaube, wir sind jetzt schon hinter der Zeit. Also es gibt vielleicht noch eine kurze letzte Frage oder letzte Abmerkung. Darf ich noch kurz eine Sache sagen? Also ich finde diesen Super-Tracker irrsinnig spannend. Ich finde es wäre super, wenn ihr eure Lessons learned sozusagen in irgendeiner Form dokumentiert. Also wie macht man so einen Super-Tracker? Wie systematisiert man ein Policy-Phänomen, das irgendwie im Flux ist? Weil das wird nicht die letzte Krise sein, auf die mit politischen Instrumentarien reagiert wird. Und vielleicht kann man in Zukunft sozusagen auf Modelle aufbauen, die wir jetzt während Corona lernen, wo wir versuchen, eine fluide politische Landschaft abzubilden. Und sonst Gratulation zu dem Projekt. Ich finde das sehr hilfreich. Ja, danke für die Anregung. Nehme ich mit, sollten wir machen. Wir haben begonnen, ansatzweise zum einen den Prozess zu dokumentieren in einem kurzen Nature Career Column Artikel, der jetzt vor 2 Tagen veröffentlicht worden ist, wo es quasi darum geht, wie ist es überhaupt mit Twitter und über die sozialen Dynamiken und diese Schwarmintelligenz ist das zustande gekommen. Und zum anderen haben wir einen Policy Brief bisher produziert, wo wir quasi dokumentieren, mehr quasi auf die Substanz bezogen, welche Variation gibt es in den Quellen. Zum Teil auch, was ich gezeigt habe. Aber werden wir definitiv noch weitermachen, diese Lessons learned und auch den Prozess zu dokumentieren. Ja, danke. Dann vielen herzlichen Dank für den sehr spannenden Vortrag an Lukas Lehner. Wir würden dann zum nächsten Vortrag weitergehen von Lukas Schlögl, den ich kurz vorstellen darf. Lukas Schlögl ist Universitätsassistent im Bereich Vergleichende Politikfeldanalyse im Institut für Politikwissenschaft an der Universität Wien. Er studierte internationale Entwicklung und Philosophie an der Universität Wien und an der Universität Basel und promovierte in quantitativer Sozialwissenschaft am Department for International Development in King's College London. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter in zahlreichen Instituten und Zentren, unter anderem am SOSI Hock Southeast Asia Center, der London School of Economics und dem ESCR Global Poverty and Inequality Research Network. Und er war Lehrbeauftragter und Gastwissenschaftler auch hier in einer Vielzahl an Institutionen, unter anderem dem UN Global Peace Jakarta und dem King's College London. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich vergleichender Politikfeldanalyse und im Kontext wirtschaftlicher und technologischer Entwicklung und Wandel der Arbeitswelt. Und er wird heute, wie der Titel hier schon so schön sagte, zu politischen Aspekten der Automatisierung sprechen. Bitte, Lukas. Ja, vielen Dank, Sophie. Danke für die Einladung. Schönen guten Abend. Und ich sage einfach Klick, wenn es weitergehen soll. Okay. Zunächst mal Verzeihung für diesen irgendwie langweiligen Titel. Normalerweise bin ich nicht verlegen um einen catchy Titel, aber irgendwie ist mir da nichts Ordentliches eingefallen. Es geht also um verschiedene politische Schlaglichter auf Aspekte der Automatisierung und damit Klick. Was ich mir vorgenommen habe, ist einerseits ein bisschen zu sprechen über das Thema Automatisierung und den Arbeitsmarkt und dieses Spannungsfeld, das sich da drumherum auftat und das auch medial sehr präsent war in den letzten Jahren, auch im Policy-Diskurs extrem in Mode gekommen ist und kontrovers diskutiert ist. Und ich möchte da ein bisschen die Frage aufwerfen, was ist eigentlich das Problem sozusagen, dass wir, was ist die richtige Problemsicht auf diesen Bereich, die wir einnehmen sollten und was ist vielleicht auch nicht das Problem. Und ich werde dann dazu kommen, wie gesagt, schlaglichtartig ein paar politische Aspekte anzuschneiden. Ich werde nicht sehr in die Tiefe gehen, sondern werde nur ein bisschen ein paar Denkanregungen mitgeben und gleichzeitig Quellen, mit denen man das vielleicht vertiefend weiter anschauen kann, insbesondere zu den Rahmenbedingungen, Steuerungsmöglichkeiten und Folgen der Automatisierung. Nächste Slide, bitte. Danke.
Und ich möchte beginnen mit sozusagen einer thesenhaften Einschätzung zum Thema Automatisierung und dem Arbeitsmarkt. Und eine These, die Ihnen da schnell begegnen wird, sowohl im populärwissenschaftlichen als auch im politischen Diskurs, und zwar ist das die These, dass Automatisierung zu technologischer Arbeitslosigkeit führt. Das ist nicht nur eine populärwissenschaftliche These. Die technologische Arbeitslosigkeit ist ein Konzept, das auf Keynes zurückgeht und auch sozusagen eine bestimmte akademische Karriere hinter sich hat. Und es ist vor allem eine These, wie gesagt, die jetzt im Policy-Diskurs durchaus oft zu hören ist. Es ist allerdings auch eine These, die empirisch durchaus einfach zu widerlegen ist, indem man einfach sich die Arbeitsmarktstatistik und die Arbeitslosenzahlen ansieht und sie in ein Verhältnis stellt zu Indikatoren technologischer Entwicklung. Es stimmt zwar, dass die Erwerbsbeteiligung ein bisschen sinkt in manchen Ländern, besonders in den USA, dass wir auch tendenziell weniger arbeiten als vor 100 oder 200 Jahren. Aber das ist tatsächlich im faktischen Sinn eine unerwünschte Arbeitslosigkeit, eine unfreiwillige Arbeitslosigkeit gibt, das ist eigentlich nicht so klar zu sehen aus den Daten. Nächste Slide bitte. Und das führt oftmals dann sozusagen zum Zurückfallen auf die Null-Hypothese, nämlich zur Ansicht, naja, wenn das, noch einmal zurück bitte, wenn das eben nicht stimmt, dass Automatisierung zu technologischer Arbeitslosigkeit führt, dann ist sozusagen das Problem auch weggewischt. Dann ist die Automatisierung nicht problembehaftet, dann ergeben sich auch keine Krisen daraus. Und genau diesen Zugang möchte ich nicht propagieren, sondern nächste Slide möchte vorschlagen, dass eben nicht die technologische Arbeitslosigkeit per se im Vordergrund unserer Problemsicht stehen sollte, sondern eine Art von neuem Strukturwandel, der mit der Automatisierung einhergeht und der seine eigenen Probleme wiederum schafft und wo aber die Problembekämpfung, Problembehebung, Prävention gar nicht so leicht zu konzipieren ist. Nächste Slide bitte. Also das waren die Eingangsthesen zum Thema Automatisierung und Arbeitsmarkt. Grundsätzlich ist das eine sehr alte Debatte. Wenn wir in die wissenschaftliche Literatur, in die theoretische Literatur hineinschauen, dann kommen wir schnell zum Ergebnis, dass uns diese Beschäftigung mit der Mechanisierung zunächst einmal, dann mit der Elektrifizierung, mit der Computerisierung, Fließbandarbeit, Roboterisierung, Industrie 4.0 und so weiter, den verschiedenen Iterationen, technischen Iterationen der industriellen Revolution, dass uns das eigentlich schon seit wahrscheinlich 200 Jahren oder sogar länger beschäftigt. Ich habe auf diese Folie nur so ein paar Quellen geworfen und im Grunde genommen seit Beginn dieser Debatte teilt sich das in ein vereinfacht gesagt optimistisches Camp, das sagt, naja, im Grunde genommen sind disruptive Innovationen und Wachstumsschwierigkeiten sozusagen einfach inhärent im modernen Wirtschaftswachstum. Denken Sie zum Beispiel an Schumpeters Rede von der kreativen Zerstörung. Aber das ist halt zu akzeptieren und im Großen und Ganzen bringt uns das eine Steigerung im Lebensstandard und Produktivitätsgewinne. Ganz exemplarisch wäre vielleicht auch das Solo-Modell zu nennen, wo angenommen wird, dass letztlich Kapital, Maschinen, Technologie und menschliche Arbeitskraft in irgendeiner Form komplementär zueinander sind, einander ergänzen und zu einem höheren, produktiveren Output führen. Demgegenüber stehen seit Anbeginn eher pessimistischere Sichtweisen, jedenfalls bei Karl Marx, aber nicht nur, auch in den eher bürgerlichen Teilen der klassischen Nationalökonomie, wie bei Ricardo zum Beispiel, finden wir Evidenz, dass die industrielle Revolution und ihre technologischen Aspekte da sehr kritisch eingeschätzt worden sind und dass dieses Spannungsverhältnis zwischen Maschinerie und Arbeit da als etwas eher Konfliktives und im Wettbewerb zueinander Stehendes
gesehen worden ist. Konkret habe ich da zum Beispiel aus dem Kapital ein paar, in dem Fall englischsprachige Zitate herausgenommen, so schreibt Marx, von den Automatic Factories, wo die Arbeiterinnen, Arbeiter sozusagen zum Anhang der Maschine werden und irgendwie degradiert werden im Arbeitsprozess und wo Marx auch behauptet, dass insgesamt dieser Prozess zu einer Art Überbevölkerung oder Überschussbevölkerung führt, einer industriellen Reservearmee, wie er es dann genannt hat, in einer sozusagen militärischen Metapher, weil die Maschinen sozusagen die Arbeit verdrängen, ist dann im Hintergrund immer diese Reservearmee zu denken, die es verhindert, dass der Faktor Arbeit zum Beispiel Löhne steigern kann oder Verbesserungen der Arbeitsqualität erreichen kann. Nächste Slide bitte. Das ist also das optimistische versus das pessimistische Lager und es kulminiert irgendwie auch in der Frage dieses Arbeitskräfteüberangebots. Jetzt ist die Frage, und das ist eine Frage, die ich mir besonders in einem neuen Buch gestellt habe, das ich dieses Jahr gemeinsam mit Andy Sumner publiziert habe. Jetzt ist die Frage, ist diese Arbeitskräfteüberangebotstheorie noch gültig? Kann man damit noch was anfangen? Wie kann man sich produktiv damit auseinandersetzen? Und wir sind zunächst einmal zu der Ansicht gelangt, dass interessanterweise eines der wesentlichsten wirtschaftlichen Entwicklungsmodelle im 20. Jahrhundert, nämlich das von W. Arthur Lewis, ein Nobelpreisträger, dass das dort eine ganz wesentliche Rolle spielt, und zwar in einem positiven Sinn interessanterweise. Arthur Lewis hat die Überlegung angestellt, dass die Wirtschaft in Wahrheit aus zwei Sektoren besteht, nämlich aus einem traditionellen Sektor, das genannt, oder ländlichen Sektor, und einem, oder vielleicht auch landwirtschaftlichen Sektor und einem, was er modernen Sektor genannt hat, einem städtischen, industriellen, kapitalistischen Sektor. Und er hat sich vorgestellt, dass dieser ländliche Sektor durch eben ein Arbeitskräfteüberangebot gekennzeichnet ist. Denken Sie zum Beispiel an China vor 30, 40 Jahren. Und er hat gesagt, dieses Überangebot, das dort eigentlich nicht wirklich produktiv ist, bedeutet aber, dass sozusagen Arbeitsressourcen zur Verfügung stehen für die Entwicklung dieses modernen Sektors, der immer daraus ziehen kann sozusagen. Und er hat dann so ein Labor-Exchange-Modell vorgestellt, wo die sozusagen aus dem einen in den anderen Sektor hinüberwechseln. Und diese ganze Maschinerie läuft nur deshalb so gut, dieser Modernisierungsmotor, weil es eben unlimited supplies of labor gibt, weil dieses Arbeitskräftereservoir irgendwo da ist, das zunächst unproduktiv ist. Und wir haben gesagt, das ist interessant, weil diese unlimited supplies of labor gibt es auch im Zeitalter der Automatisierung. Nur haben wir sozusagen nicht mehr die klassische industrielle Reservearmee, sondern wir haben gewissermaßen eine Roboter-Reservearmee, die uns eben auch unlimited supplies of labor zur Verfügung stellt. Und ähnlich wie Lewis können wir aber sagen, das ist sozusagen, wir framen das nicht zunächst einmal als ein Problem der technologischen Arbeitslosigkeit oder der Arbeitslosigkeit überhaupt, sondern als ein Strukturwandel induzierendes Phänomen. Und wir haben gesagt, eigentlich kann man sich eine Art Lewis 2.0 Modell vorstellen, wo eben die Technologie in dem Fall die Erwerbsbevölkerung von einem automatisierungsanfälligen in einen automatisierungsresistenten Sektor hineindrängt, also auch eine Art Zwei-Sektor-Modell. Und dieser automatisierungsresistente Sektor, haben wir gesagt, ist hauptsächlich der Dienstleistungssektor, was auf empirischen Beständen beruht. Und was sind die Folgen davon? Es ist eine Art sozusagen neuer Strukturwandel. Es ist zum Teil auch, besonders mit Blick auf den globalen Süden, eine Art von Strukturwandel, wo dieser Labor Exchange direkt aus dem landwirtschaftlichen in den Dienstleistungssektor hineingeht und sozusagen den Industriesektor ein bisschen überspringt. Die Folge sind, behaupten wir zumindest in dem Buch, eine Art Erwerbsdeindustrialisierung, neue Formen ökonomischer Ungleichheit und vielleicht auch das Aufkommen schlechter Servicejobs. Nächste Slide bitte.
Ja, also das Buch Disruptive Development heißt, es ist Open Access im Internet verfügbar. Beschäftigt sich also mit diesem Automatisierungsproblem mit ganz besonderem Blick auf Mittel- und Niedrigeinkommensländer. Und wir behaupten in dem Buch, dass sich sozusagen für diese Länder eine ganz besondere Herausforderung und Problematik aus der Automatisierung ergibt. Und das ist keine Problematik der Arbeitslosigkeit. Worin besteht die Problematik? Wir behaupten, dass einerseits diese Länder stark spezialisiert in arbeitsintensiven Branchen sind, die über einen Niedriglohnvorteil konkurrieren, auch mit uns konkurrieren, mit der westlichen Welt konkurrieren, über Offshoring und über Konkurrenz sozusagen im Rahmen der internationalen Arbeitsteilung. Und die Automatisierung greift genau diesen Niedriglohnvorteil an, sozusagen. Sie schafft gleichzeitig auch immer mehr automatisierbare Arbeit im globalen Süden, wo ohnehin schon relativ viel automatisierbare Arbeit existiert. Ich werde dazu noch eine Folie zeigen. Das Ganze führt zu einer Art Trost, einem Art Trost-Szenario, wo man sagt, die neue robotisierbare oder automatisierte Ökonomie konkurriert eben mit diesem Modell der Niedriglohnproduktion im globalen Süden. Und möglicherweise gibt es eine Art Reshoring der zu früher ausgelagerten Tätigkeiten in diese Länder. Gleichzeitig sind das Länder, die relativ geringe Umverteilungskapazität staatlicher Art haben und wo auch die Bildungsstruktur eine ganz andere ist. Und wir fassen das Ganze in dem Konzept zu dem Disrupted Development zusammen. Nächste Slide bitte. Okay, also ich möchte nur ein paar Slides kurz empirischer Art zeigen. Es hat in den letzten Jahren viel wissenschaftliche Forschungsschätzungen gegeben zum Anteil automatisierbarer Arbeit in verschiedenen Volkswirtschaften. Und die sind alle sozusagen with a grain of salt zu nehmen. Und man sieht, dass die Schätzungen da erheblich auseinandergehen. Links sehen Sie da zum Beispiel von McKinsey Global Institute vor ein paar Jahren eine Schätzung für verschiedene Länder. Ich habe Malaysia herausgestrichen, wo Malaysia die Erwerbsbevölkerung 50% automatisierbar eingeschätzt wird. Auf der rechten Seite sehen Sie Schätzungen der Weltbank, die sagt, im Jahr davor mit einem ähnlichen Modell eigentlich wie MGI, dass Malaysia ungefähr 70% automatisierbarer Arbeit hat. Also die Schätzungen gehen relativ drastisch auseinander und man könnte in eine Art sozusagen Totalskeptizismus verfallen. Was aber interessant ist, dass wenn man diese Schätzungen gegen das Bruttonationaleinkommen zum Beispiel stellt oder auch gegen die Sektorverteilung der Erwerbsstruktur, dass in beiden Fällen sozusagen ein Muster sich zeigt, dass ärmere Länder wesentlich stärker von der Automatisierung betroffen sind. Nächste Slide bitte. Ja, wir müssen vielleicht ein bisschen überspringen. Überspringen wir ein paar weiter vielleicht. Bleiben wir ganz kurz bei der Seite. Also ich könnte noch über einige plastischere oder anschaulichere Beispiele reden, wo Automatisierung entweder aktuell passiert oder wo Prototypen diskutiert werden, die genau die Produktionsstruktur dieser Länder im Kern angreift, zum Beispiel automatisierte Textilproduktion. Was sehr interessant ist, dass diese Länder einen starken Nachteil sozusagen oder Rückstand im Bereich Skills Development haben. Wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, die Graduierungsraten im Tertiärbereich, wie viele Leute mit einem Universitäts-Hochschulabschluss in der Bevölkerung vorhanden sind, dann ist das in Ländern in Südostasien zum Beispiel wesentlich geringer als im OECD-Durchschnitt. In Indonesien sind das vielleicht 25% der erwachsenen Bevölkerung. Im OECD-Schnitt sind das mittlerweile ca. 70%.
die zumindest einen niedrigeren Hochschulabschluss haben. Und vor dem Hintergrund stellt sich ein bisschen die Frage, wie realistisch ist sozusagen dieses Paradigma, dass man gegen die oder mit diesem Strukturwandel nur via Bildungsmaßnahmen zurechtkommt. Ein anderes Problem, das ich auf der nächsten Slide noch kurz das noch kurz zu sehen ist, ist auch, dass die demografische Struktur eine ganz andere ist in Entwicklungsländern als in der Hocheinkommenswelt. Insbesondere brauchen wir sozusagen Jobs für die jungen Kohorten, während in Hocheinkommensländern das Problem genau umgekehrt ist, wo sozusagen die Automatisierung eigentlich ein wünschbares Resultat ist, weil die Bevölkerung ohnehin überaltert ist auf gewisse Art und Weise. Okay, ich glaube, ich bin mit der Zeit wahrscheinlich eh schon am Ende. Wie viel Zeit habe ich denn noch, Katja? Oder bin ich schon draußen? Du bist eigentlich schon über deine Zeit, aber vielleicht magst du noch sozusagen einen schönen Schluss. Okay. Kannst du mich auf die letzte Slide vielleicht einfach geben? Also was ich noch vorgehabt hätte, wenn ich das Zepter in der Hand hätte, dann hätte ich ein bisschen schneller durchklicken können. Dann hätte ich Folgendes noch dazu gesagt. Einerseits wirkt sozusagen dieser technologisch induzierte Strukturwandel häufig so, als wäre die Natur gegeben und würde uns überrollen. Was wir in dem Buch auch sehr stark zeigen, ist, dass dieser technologische Wandel stark in politische Rahmenbedingungen eingebettet ist und dass sozusagen auch gegen den Widerstand der Gesellschaft Automatisierung grundsätzlich nicht durchführbar oder erzwingbar ist. Gleichzeitig gibt es auch politische Steuerungsmöglichkeiten. Wir bieten sozusagen ein ganzes Menü von verschiedenen Policy-Optionen in dem Buch an, diskutieren das, die von passiver Arbeitsmarktpolitik, aktiver Arbeitsmarktpolitik bis zu Strukturpolitiken und so weiter den ganzen Bogen aufspannen. Und drittens hätte ich noch anklingen lassen, dass sozusagen der nicht kontrollierte Strukturwandel, wenn er eben nicht politisch adressiert ist, allerlei politische Probleme, Frustrationen, Statusverlust, Ängste und Ähnliches produziert, die wiederum problematische politische Resultate haben. Wenn ich nur zur ganz abschließenden Slide kommen darf, das ist die nächste danach, die wird vielleicht in dem Fall die beste sein, weil ich weniger untergebracht habe als gehofft. Wir haben zu diesem ganzen Thema nicht nur zum Thema Automatisierung, sondern zur Frage, wie die politischen Rahmenbedingungen neuer Technologien zu gestalten sind, welche politischen Fragen sich daraus ergeben, aktuell eine neue interdisziplinäre Forschungsplattform gegründet an der Universität Wien. Die ist interfakultär zwischen den Sozialwissenschaften, den Rechtswissenschaften, Statistik und Operations Research ist auch dabei, Science and Technology Studies sind gut vertreten. Und in dieser Forschungsplattform, den Link seht ihr hier, digigovuni.ac.at, sind wir gern diesen Themen am Wandel der Arbeit dran, an Fragen der Datenpolitik, Netzpolitik und auch an der Frage der Governance von diesen neuen Technologien. Seit, glaube ich, letzter Woche haben wir auch einen Twitter-Account, den Sie folgen können, digigov_univie. Schauen Sie da mal rein. Das ist ein sehr spannendes neues Projekt, glaube ich, an der Uni, wo jetzt gerade neue Pre-Docs beginnen, Post-Docs beginnen und so weiter. Also have an eye on it. In den kommenden Jahren wird da einiges Spannendes rauskommen, glaube ich. Wenn Sie das Buch interessiert, ich habe gesagt, das ist Open Access. Ich habe eine tiny URL dazu gegeben. Kann man sich runterladen und mal hineinschauen. Ich möchte auch darauf hinweisen, am Montag beginnt meine Vorlesung zur Zukunft der Arbeit, wo wir genau auch diese historische Debatte aufrollen vom Maschinenfragment von Marx bis zu Shoshana Zuboff und aktuellen Debatten gehen wir da sozusagen diesen ganzen Bogen durch.
grundsätzlich sind die Vorlesungen der Uni Wien öffentlich und Sie können über diesen Link auch kommen Sie zu einem GoToMeeting-Link, wo Sie sich den Videostream anschauen können. Ich freue mich, wenn Sie Interesse daran haben und sich da virtuell hineinsetzen, sozusagen mitkommentieren, mitdiskutieren. Das richtet sich nicht nur an Politologinnen, sondern ist sozusagen an ein breites interdisziplinäres Publikum gerichtet. Und damit bin ich schon am Punkt. Sorry für das Überziehen. Nein, kein Problem. Es ist, glaube ich, sehr interessant. Es ist ein Thema, das man wahrscheinlich immer in einen historischen Kontext setzen muss, damit man überhaupt versteht, womit man es heute zu tun hat. Wenn man nur über Digitalisierung spricht, verkappt man wahrscheinlich die ganze Bandbreite, die hier mitgedacht werden muss, sehr stark. Wir sind jetzt schon sehr bei der Zeit. Es ist jetzt auch im Chat keine Frage direkt gekommen. Ich würde jetzt gern versuchen, überzuleiten zum nächsten Vortrag. Und zwar, was mir nämlich bei dir, Lukas, jetzt auch aufgefallen ist, als du die Schätzungen automatisierbarer Arbeit kurz vorgestellt hast in gewissen Ländern und auch gesagt hast, man muss es mit ein bisschen Salz genießen. Mhm. War meine Frage jetzt gleich, die natürlich mir aufpoppt, wie ist das mit Infrastruktur? Also was muss es für Infrastrukturen geben in Ländern? Also ich denke jetzt an IKT-Infrastrukturen, die eben so etwas wie eine neue Automatisierung durch Digitalisierung überhaupt ermöglichen und inwieweit gibt es da große Unterschiede? Weil ich denke mir, also es macht schon einen großen Unterschied, welche Bandbreite man anbieten kann in einem Land, um Arbeitsplätze zu vernetzen, um irgendwelche neuen Automatisierungsszenarien überhaupt anzudenken und auch nicht nur Arbeitsplätze zu vernetzen, sondern auch Maschinen oder ganze Systeme zu vernetzen. Gibt's da eigentlich einen Schwerpunkt dazu? Und eben, wir kommen dann im nächsten, letzten Vortrag ja auch zur Frage der Security-Problematik, also wie geschützt so eine Infrastruktur ja auch sein muss, damit überhaupt großflächige Automatisierung passieren kann? Das ist eine gute Frage. Grundsätzlich verspricht ja die letzte Iteration sozusagen der Automatisierung, besonders die digitale Ökonomie, einen Einstieg in digitale Produktion, die relativ wenigen Investitionskosten verbunden ist. Wenn man das vergleicht mit dem Einstieg in die Elektronikindustrie zum Beispiel überhaupt oder in die Automobilindustrie, das Aufbauen solcher Industrien ist relativ schwierig. Aber es ist eine sehr wissensintensive Industrie. Und ich habe anklingen lassen, ja auch mit den Statistiken zur Tertiärschulungsrate, dass da ein extremer Nachteil einfach besteht. Ich glaube auch, dass sozusagen wenn man sich anschaut, das Silicon Valley Modell, das ist ein Modell, das extrem auf Hochschulsynergien basiert und auf extrem sozusagen wissenszentriert, wissensbasiert ist. Und ich glaube, es wird nicht leicht sein, da sozusagen einzubrechen hinein. Andererseits sehen wir, dass sich digitale Plattformen extrem verbreiten, aber nicht nur in einem positiven Sinn. Also man sieht zum Beispiel auch, gerade auch mit diesem, was ich angesprochen habe, schlechten Service-Sektor, ein totales Aufpoppen und Aufblasen der Gig-Economy in vielen Entwicklungsländern, wo sich dann zum Beispiel Taxi-Businesses oder Gojeks und ähnliches extrem verbreiten. Und das ist, glaube ich, zum Teil eben auf diese mangelnde Absorptionskapazität des Dienstleistungsbereichs zurückzuführen. Das wirkt irgendwie auf den ersten Blick shiny und digital und toll. Und es ist irgendwie Smartphone gesteuert. Aber es ist in Wahrheit sehr prekär, nicht gut in Arbeitsregulation eingebettet und eine nicht besonders produktive Arbeit letztlich auch die Millionen von Menschen danach gern. Vielen Dank. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon wieder am Ende der Zeit, aber es war ein sehr, sehr spannender Vortrag. Und wir würden jetzt weiterkommen zu unserem letzten Vortrag. Und ich freue mich sehr, Alexander Klimburg begrüßen zu dürfen. Nochmal ganz kurz vielen, vielen herzlichen Dank nochmal an Lukas Schlögl für den Vortrag. Jetzt geht's weiter zu Alexander Klimburg. Alexander Klimburg ist Direktor der Global Commission of Cyberspace Initiative, Direktor des Cyber Policy and Resilience Programm, die Hague Center for Strategic Studies. Und er ist auch
außerdem zusätzlich Associate Fellow am Österreichischen Institut für Europa- und Sicherheitspolitik und war bis vor kurzem noch Senior Fellow am Atlantic Council und Fellow und Affiliate an der Harvard University. Neben seiner beratenden Tätigkeit für internationale Organisationen und zahlreiche Regierungen, inklusive der österreichischen, im Bereich Cybersicherheit und Cyberkonflikte, hat er auch an internationalen und zwischenstaatlichen Verhandlungen innerhalb der Europäischen Union und der OSZE in Europa teilgenommen und war Mitglied verschiedener nationaler, internationaler NATO- und EU-Politik-Arbeitsgruppen. In Österreich hat er auch an der IKT-Strategie sowie der Cybersicherheitsstrategie mitgearbeitet und sein letztes Buch The Darkening Web, The War for Cyberspace wurde bei Penguin Press veröffentlicht. Der Vortrag heute ist zum Thema Pick Your Cyber, worauf ich persönlich schon sehr gespannt bin. Alexander? Ja, hallo. Ja, super, hallo, danke. Ja, hallo, danke. Danke für die Einladung und ich finde diese Gespräche außerordentlich wichtig und ich freue mich, dass ich fast beim 50. dabei sein kann. Hoffentlich nächstes Mal wird es wieder möglich sein, dass wir uns in MetaLab treffen. Ich muss mich gleich dreifach entschuldigen. Erstens reden wir heute nicht über die Cyberpandemie. Wenn Sie unser Zeitungskommentar angeschaut haben, die wir damals verteilt haben, werden Sie sehen, dass es sehr spezifisch auf die sogenannte EU-Cyber-Sanktionen eingeht und sich dann auch auf die internationalen Cybersicherheitsgespräche innerhalb der UNO bezieht, das sich wiederum mit Völkerrechtsfragen und Fragen von Normen sich bezieht. Und das alles hat gänzlich mit einem anderen Thema zu tun und das ist eigentlich, was man unter Cyberkonflikt vorstellt. Als ich in Harvard unterrichtet habe, haben wir ungefähr 4 oder 5 Einheiten gebraucht, bis wir überhaupt zum Punkt gekommen sind, dass wir über Cyberdiplomatie reden. Deswegen denke ich mal, wäre es vielleicht nicht so schlecht, wenn wir eher damit beginnen, mit einem Vortrag, das ich letztes Jahr an der Black Hat Konferenz in Las Vegas gehalten habe, sehr stark verkürzt. Und das ist ein Spiel. Und das Spiel ist Pick Your Cyber. Und das hilft ein bisschen zu verstehen, was man unter Cyberkonflikt verstehen kann und wie das eigentlich dazu führt, dass es andere Zielsetzungen innerhalb des internationalen Sicherheitssystems gibt. Zweitens, wenn wir das Ganze auch auf Englisch machen müssen, also die anderen Vortragenden haben das auch gemacht, das wird bei mir leider auch nicht anders sein, es ist sehr schwer, die Begriffe zu übersetzen, auch wird auch nicht so oft gemacht. Und drittens, nächste Folie bitte. Wir müssen mal verstehen, dass es nicht einmal einen Konsens gibt, wie man das Wort Cybersecurity schreibt. Und deswegen ist es natürlich auch verständlich, dass wir nicht wirklich wissen, was es bedeutet. Also auf Englisch gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten, Cybersecurity zu schreiben. Die haben alle verschiedene Konnotationen. Und die haben natürlich auch teilweise auch andere Zusammenhänge. Also wenn ich Cybersecurity separat schreibe, dann impliziere ich zum Beispiel, dass es nur eine andere Form von Sicherheit ist. Wenn ich Cybersicherheit als ein Wort schreibe, dann impliziere ich, dass es was Neues ist. Next slide, please. Dazu hängt zusammen, dass überhaupt Cyberspace gab es ja bis vor kurzem technisch und rechtlich gar nicht. Ja, Cyberspace wurde ja als Begriff eigentlich erfunden von William Gibson in den 80er Jahren. Das Internet gibt es schon seit den 50er Jahren, aber Cyberspace gibt es erst seit den 80er Jahren. Aber jetzt gibt es Cyberspace sehr wohl rechtlich und technisch gesehen. Und man muss auch wirklich verstehen, wo das einzuordnen ist. Also Cyberspace ist nicht dasselbe wie das Internet, das ist viel größer. Und es bezieht sich nämlich auch auf verschiedene Ebenen, die auch immer voneinander getrennt betrachten sind. Wir haben die physische Ebene, die sich auf die Kabel bezieht, die logische Ebene, die sich auf Code bezieht die Datenebene und schlussendlich die soziale Ebene, das eigentlich am Laufen hält. Und als jeder, der Pentesting oder Hacking macht, weiß, dass eigentlich alles spielt sich mehr oder minder in der sozialen Ebene ab. Wir wollen immer eine soziale Reaktion erzeugen, wenn wir was hacken. Und wenn wir durch die Datenebene oder die sogenannte logische Ebene eintauchen, dann ist es nur mehr oder minder ein Detour. Next slide, please. Die nächste Frage, dass man sich stellen muss, eigentlich eine der ersten Fragen, ist, was sind die historischen Analogien, wenn man Cyberkonflikt als neues Paradigma analysieren will?
Also das ist sehr wichtig, vor allem wenn man eigentlich die Frage stellt, wie man das zum Beispiel in sein Rechtssystem oder sein Verständnis vom Völkerrecht oder Kriegsvölkerrecht zum Beispiel integrieren möchte. Und es gibt also zum Beispiel die, die bezeichnen, die denken, dass Cyberkonflikt so ungefähr ist, wie ungefähr die Einführung des Flugzeuges. Also das tut nur zusätzlich einen Faktor zur Kriegsführung dazugeben, ist aber nicht wirklich was ganz Neues. Dann gibt es die, die glauben, es ist ungefähr so wie die Einführung des Schießpulvers. Das wird eine ganz große Unterschied in unserer Kriegsführung ausmachen, aber das dauert Jahrhunderte und es wird sich auch entsprechend langsam erst abzeichnen. Und dann gibt es die, die glauben, dass Cyber mehr oder minder so wichtig ist wie die Einführung des Rades an sich. Also ein Paradigmenwechsel, das alle paar tausend Jahre zustande kommt und von dem wir noch sehr viel zu erwarten haben, wo wir gleich erst am Anfang stehen. Next slide, please. Dann ist auch die Frage, was versteht man unter ein Cyber-Attack oder Cyber-Offensive? Es gibt da drei Kategorien mehr oder minder. Das eine sind mehr oder minder Kinetic Effects. Also Cyberangriffe, die auch irgendwelche Folgewirkungen haben, also im technischen Sinne, die könnten auf taktischer Ebene sein, also die können militärische Operationen unterstützen, die können auch strategische Operationen sein, also gegen kritische Infrastruktur gerichtet. Aber es gibt auch Definitionen von Cyberangriffen, die sich tatsächlich auf Daten, auf Datenraub, aber auch Datenspionage bezieht. Zum Beispiel das ist bezeichnend, dass in Amerika in amerikanischen offiziellen Dokumenten wird zum Beispiel ein Cyberspionageangriff nicht als Angriff tituliert, aber in den meisten europäischen Dokumenten wird das sehr oft so gesehen. Und da gibt es als dritte Möglichkeit, überhaupt einen Cyberangriff als Informationsangriff zu sehen. Eigentlich ein Angriff, der sich eigentlich psychologisch abspielt und gar nicht technisch wichtig ist und vor allem Verhalten von den User beeinflussen soll. Next slide, please. Genau damit zusammenhängend ist auch genau, wie man sein Schlachtfeld eigentlich definiert. Ja. Es gibt die, die konzentrieren sich sehr auf das Internet und schauen einfach, wie das eben strukturiert und aufgebaut ist und eben wie die Daten drin gehandhabt werden. Aber es gibt auch Cyberspace und die ist viel, viel größer als das Internet selber. Irgendwo zwischen 8 und 80 Mal größer, je nachdem, wie man das genau zählt. Und das inkludiert natürlich auch die Daten vor allem und die Maschinen, die nicht direkt in das globale Internet stehen, sondern von Internettechnologien unterstützt werden. Also sprich, man hat vielleicht eher Interesse, da zum Beispiel etwas zu tun in einem Gerät, das aber nicht direkt im Internet angeschlossen ist. Das kann man ja mit einem Cyberangriff auch. Die dritte Möglichkeit ist, dass man versucht eben gar nicht technisch viel zu ändern, sondern vor allem auf die Entscheidungsprozesse Einfluss zu nehmen, auf die kognitive Domäne. Und wenn man auf diese Domäne eben abzieht, sind die anderen zwei Domänen nur Hilfeleistungen diesbezüglich. Next slide, please. Das spiegelt sich vor allem zum Beispiel in Begriffen wie zum Beispiel Informationssicherheit wieder. Ja? Also ich arbeite auch technisch in dem Bereich Information Security und das gibt es als technischen Begriff schon sehr, sehr lange. Und das wird sehr oft fälschlicherweise auch mit Cybersicherheit gleichgesetzt. Aber es ist bezeichnend, dass Informationssicherheit zum Beispiel für die meisten Leute, also die sich damit beschäftigen im Westen oder in Privatfirmen, eine ganz eindeutige Definition hat. Und zwar, das lehnt sich an die ISO 27000 Richtlinie und das bezieht sich ganz klar auf Confidentiality, Integrity and Availability availability of Information. Das hat zum Teil auch damit zu tun, dass also Informationssicherheit in dem Zusammenhang ist also klar zu sehen als ein technischer Begriff, das nicht Cybersicherheit umschließt, aber eben als Begriff sehr weit verbreitet ist, aber eben nicht nur diese eine Definition hat. Die nächste Slide bitte. Und Katja, ich habe meine Kamera nicht an, weil ich glaube, dass wir sonst wieder zu stottern anfangen. Ich habe die anderen Kollegen nicht gut verstanden. Also ich lasse es jetzt einmal. Ja? Wir können ja nachher wieder auf Kamera schalten gehen. Die andere Bedeutung von Informationssicherheit aber kann man zum Beispiel in Russland nachlesen. Und das ist, da gibt es zwei verschiedene Dokumente, die ich sehr empfehle, nämlich die Informationssicherheitsdoktrin aus 2016, das zum Beispiel auch wieder einfach ein aufgewärmtes Dokument aus Jahr 2000 dasteht. Und da kann man Informationssicherheit sehr wohl als etwas nur auf den Schutz des Staates dient. Und der Staat eigentlich von externen Influencen eben schützen soll. Und im ursprünglichen Information Security Doctrine vom Jahr 2000 war das sehr schön zu sehen, dass es vor allem darum ginge,
alle externe Einflüsse auf das Psychische, das haben Sie sehr, sehr genau definiert, psychische, das psychische Gesundheit Russlands entgegenwirken zu können. Also es geht einfach, und das inkludiert übrigens auch ganz klarerweise auch Kritik. Also Information Security ist in dem Zusammenhang ganz klar eine Zensurwaffe und es ist auch in dem Zusammenhang auch ganz klar zu verstehen, also ein Anspruch, Cyberspace lokal begrenzt zu kontrollieren. Also, ist also quasi der russische Cyberspace als separat zu betrachten, die Informationssphäre in Russland als separates globales Internet zu betrachten und zu sagen, dass die Regierung uneingeschränkte Macht haben soll, diese Informationen zu beeinflussen, um ihre Bürger zu schützen. Das spiegelt sich auch in internationalen Dokumenten wider. Wir haben seit über 20 Jahren, also 21 Jahren genauer gesagt, auf der UNO-Ebene mit einem Dokument zu kämpfen, das ist sogenannte Code of Conduct, da wiedergegeben als Convention on International Information Security, das ist die letzte Version von 2011. Und das nimmt mehr oder minder diese russische Philosophie, das auch sehr wohl in China, wie auch in ein paar anderen Staaten geteilt wird, und setzt es auf eine globale Ebene. Und das ist mehr oder minder einer der Bruchlinien, das wir seit 20 Jahren haben in Gesprächen, zum Beispiel in der UNO und OSZE, also Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, wo ich seit 8, 9 Jahren in beiden Gremien eben tätig bin und wo wir immer wieder in internationaler Diplomatie diese zwei Lagern sehen. Next slide, please. Das spiegelt sich auch im Verständnis von, was ein technischer Angriff zum Beispiel sein soll, wieder. Das Dokument, was ich da gerade zeige, ist JP313, das ist mehr oder minder die Bibel der amerikanischen Cyber Operations zwischen dem Jahr 2000 und 2016 war das einfach die Referenzwerk schlechthin, wenn man irgendetwas über Computer Network Operations, CNO, also Cyber Operations, wissen wollte. Und da ist es wichtig zu sehen, dass das Ganze, also CNO, eingebettet ist in eine größere Kategorie. Und diese Kategorie heißt Information Operations. Und Information Operations ist auch als Begriff immer noch in Deutschland und Österreich gängig. Und wir verwenden zum Beispiel immer noch genau so ein Modell. Und dieses Modell zum Beispiel hat Computer Network Attack ganz separat vom Computer Network Exploitation. Exploitation ist Spionage. Wenn man dann das Dokument ein bisschen rechts anschaut, das ist das neuere Dokument, JP312. Und da haben sie es ein bisschen weiterentwickelt. Und da wird Spionage weiter unterteilt. Spionage wird unterteilt zwischen Cyberspace OPE, als Operational Preparation of the Environment, also quasi vorbereiten auf die Kriegsführung, und Cyberspace ISR, das Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Also werden noch einmal die Intelligence-Komponenten noch einmal stärker hervorgehoben, aber da wenigstens werden sie als Vorläufer von Cyberspace Attack gesehen. Aber das sind nur technische Definitionen, wie Cyberoperationen abgehen. Next slide, please. Es gibt ja auch die Möglichkeit, das nur psychologisch zu formulieren. Und das ist nicht unbedingt neu, sondern das ist vor allem in Russland auf über 50, 60 Jahre strategische Überlegungen basiert. Rechts kann man ein Diagramm finden, das eine Übersetzung von einem Dokument ist, das in Russland sehr gängig ist. Und dieses Dokument bezieht sich auf eine sogenannte Strategie der Reflexive Control. Und Reflexive Control ist eine Art der psychologischen Kriegsführung, das im Gegensatz zur Kriegsführung im Westen sehr wohl eine strategische und politische Ebene auch umfasst. Im Westen ist die psychologische Kriegsführung meist auf dem militärischen Geschehen selber basiert und hat nicht die umfassenden Mission, mehr oder minder einen Krieg für sich selber zu bestimmen. Also diese Reflexive Control, um das so zu verdeutlichen, hebt psychologische Operationen auf alle höchste Entscheidungsebene. Und es ist de facto also möglich, mit dieser Doktrin einen Krieg zu führen und zu gewinnen, ohne dass der Gegner eigentlich weiß, dass sie im Kriegszustand sind. Das ist eine grobe Unterschied, wie im Westen ein clausewitzischen Ansatz der Kriegsführung eben gesehen wird, nämlich dass Krieg ein Ausnahmezustand ist. In diesem Zustand ist Krieg ein permanenter Zustand und somit werden auch gibt es keine wirkliche Trennlinie zwischen Krieg und Frieden. Das ist ja eigentlich auch ein Grundsatz des
das internationale Recht ist und eigentlich wozu sich Russland und China sich auch verpflichtet haben. Next slide, please. Also auf diplomatischer Ebene hat das ungefähr diese Bedeutung. Wenn wir zum Beispiel in der OSZE über Cybermaßnahmen verhandeln, dann geht es immer um dieselbe Sache. Geht es darum, dass wir beide sozusagen, beide Seiten dieselben Albträume haben. Die worst outcome, das Schlimmste, was passieren kann, was wir uns beide, wo wir beide zustimmen, ja, das müssen wir verhindern, das wollen wir beide nicht. Das war ganz klar zu Zeiten des Kalten Krieges, es wollte keiner, dass unabsichtlich ein Atomkrieg entsteht. Das ist logisch und da haben sich beide Seiten gut darauf verständigen können und wir haben uns da sehr lange und sehr detailliert mit diesem Thema auseinandergesetzt. Next slide, please. Das Problem ist, heutzutage haben wir zwei Albträume, zwei Worst Outcomes. Aus westlicher Sicht reden wir immer ganz gern über Cyberkrieg und das schlimmste Szenario, ein sogenannter Cyberkrieg, ist, wenn zum Beispiel die kritische Infrastruktur grundsätzlich zusammenbricht und wir sind irgendwo in der Steinzeit oder die Eisenzeit, je nachdem, also wie, oder 1920er Jahren, je nachdem, wie pessimistisch man ist, ja. Das ist ungefähr die westliche Obsession und wir reden sehr viel darüber, wie wir zum Beispiel diese Art der Kriegsführung zum Beispiel eliminieren können oder minimieren können und die Folgen minimieren können. Aber für Staaten wie Russland und China ist Cyber War nicht das Schlimmste, was passieren kann, sondern Information War. Und sie haben keine Angst vor einer großflächigen und wochenandauernden Blackout. Sie haben Angst vor Regime Change, also für Regimewechsel, dass sie oft behaupten, vom Ausland aus gesteuert wird, aber obwohl sie genau wissen, dass einfach oft selber eben durch ihre autoritäre Systeme eben getriggert wird. Also sie interessieren sich nicht so sehr für unsere Albtraum, das Cyber War Outcome. Sie interessieren sich vor allem, dass sie Kontrolle über ihre eigene Cyberspace und Informationen, die dort konsumiert wird, behalten können. Nur diese Gespräche haben keine Relevanz im internationalen Recht. Du kannst nicht behaupten, weil deine Gefühle verletzt werden, weil du Opfer einer Informationskriegsführung geworden bist, weil du Propaganda ausgesetzt wurde, du kannst nicht dann behaupten, dass das ein Casus Belli ist. Das ist ganz klar geregelt, das hat keine rechtliche Basis. Das ist ein Problem für solche Staaten, weil für diese Staaten ist das natürlich, sehen sie als ihre größte Gefahr. Und somit haben wir zwei verschiedene Gespräche, die eben innerhalb der ersten Komitee der UNO eben zum Beispiel stattfinden. Und das macht das Ganze sehr schwierig. Next slide, please. Wenn wir das so grafisch darstellen wollen, das ist einer von den Auszügen aus unserem Workshop auf der UNO und in der First Committee. Wenn Sie rot mal sehen, das sind die verschiedenen Initiativen, die alle hier zusammenspielen. Das ist die sogenannte Political Military Dimension. Also es gibt mehrere Komitees innerhalb der UNO, es gibt auch das erste Komitee ist das sogenannte Security and Disarmament Komitee. Also das ist die für die Abrüstung und Frieden verantwortlich ist und das ist mehr oder minder der Primus inter pares. Und wenn Sie genau hinschauen, das ist nur eine von sehr vielen verschiedenen Initiativen, die mehr oder minder mit International Security zu tun haben. Da gibt es alles Mögliche, da gibt es die Zusammenarbeit der Geheimdienste, da gibt es militärische. Hallo, Alexander. Alexander, wir können dich nicht mehr hören. Du bist muted. Aha, hoppala, das ist aber nicht in mir passiert. Ich habe nichts berührt. Interessant. Okay. Bis wann habt ihr das gehört? Hallo? Sorry, ich habe mich auch wieder gemutet. Wir haben gehört, bis zu den verschiedenen Zusammenschlüssen, zum Beispiel der Geheimdienste. Alles klar. Also das ist jetzt nur mal ein Überblick über eine sehr komplexe Landschaft. Das ist neben, also der Joe Nye, das ist mein Professor in Harvard, hat das die Regime Complex genannt. Also es sind lauter verschiedene Regime, die zusammenhängen, aber nicht miteinander kontrolliert werden, wo es kein Zentrum gibt. Und dieser Regime Complex, der sich im Bereich internationaler Sicherheit abspielt, ist ganz klar government-lästig. Und das ist, wo wir hauptsächlich diese Fragen von Krieg und Frieden eben besprechen. Next slide, please. Aber das Gespräch, next slide please.
das Gespräch, was die Chinesen, nein, zurück, das Gespräch, das die Chinesen und die Russen am meisten interessiert, ist nicht International Security, sondern Internet Governance. Internet Governance ist die Verwaltung der sogenannten Internetressourcen. Und diese Verwaltung passiert fast ausschließlich außerhalb von Regierungskontrolle. Da gibt es sehr viele verschiedene Institutionen, die wiederum hier eine wichtige Rolle spielen. Die meisten von euch werden ICANN kennen, also Internet Corporation of Assigned Names and Numbers. Das ist nur eine von sehr vielen Organisationen, die eine wichtige Rolle spielen. Aber wie gesagt, die meisten dieser Organisationen sind eben nicht staatlich. Die werden vom sogenannten Multi-Stakeholder-Modell begleitet, wo eben verschiedene Partner gleich zusammenarbeiten. Und das ist ein großes Problem für Staaten wie Russland und China, die gerne eine staatliche Gewaltwirkung über eben diese Organisationen und ihre Prozesse gerne hätten. Und das vor allem würden sie ganz gern, dass diese Prozesse vor allem die UNO oder UNO-Behörden unterstellt werden. Aber das Ganze hat ja einen Zweck. Next slide, please. Und dieser Zweck hat ja vor allem das, dass man zum Beispiel im Falle von ICANN ganz bestimmte Infrastruktur sich zum Beispiel nicht unbedingt aneignen möchten, aber vor allem verhindern, dass zum Beispiel die Amerikaner oder andere feindlich gesinnte Staaten Kontrolle ausüben. Viele von euch werden wissen, es gibt 13 Name Servers, die eben betrieben werden. Das sind mehr oder minder, werden manchmal als Root of the Internet bezeichnet. Die stehen ganz im Zentrum vom Domain Name System. Und ICANN ist für die Verwaltung dieses Systems verantwortlich. Es wird meiner Meinung nach und von meinen Kollegen auch viel zu viel Tralala drum gemacht. Also die Russen und die Chinesen haben schon länger die Bedeutung von diesem Root, das eigentlich ungefähr wie ein Telefonbuch zu verstehen ist, gesetzt. Aber dennoch gehen sehr viele ihre Anstrengungen seit 15, 20 Jahren in die Richtung, dass sie versuchen, eben die Kontrolle vom Root, vom ICANN eben loszukriegen und eine Organisation zu stecken, was sie glauben, vielleicht leichter in ihren Einflussbereich zu kriegen ist. Und das zeigt nur einfach genau direkt, wo die geopolitischen Interessen eben ankommen. Also, next slide, please. Das Ganze hat natürlich schlussendlich mit einfach, und das ist, wenn ich fast am Ende, mit einer einfachen Sicht zu tun, wie man Cyberspace wahrnimmt. Wir haben in unserer Kultur eben wahrgenommen, dass Cyberspace mehr oder minder bottom-up entstanden ist, dass es keine wirkliche Kontrolle des Staates gänzlich ausgesetzt ist und auch nicht wirklich nur ihre Präferenzen dienen soll. Das ist wirklich nicht, wie andere Staaten Cyberspace sehen. Also es ist wirklich auch ganz klar nachvollziehbar, dass teilweise auch die Bevölkerungen in Staaten wie China und Russland auch durchwegs nachvollziehen können, dass vor allem Cyberspace eine soziale Komponente haben soll, die vor allem die Interessen der Staaten eben direkt untergeordnet sind. Und die Entwicklung zum Beispiel von der Social Credit System in China, die manchen ein Begriff sein könnten, ist nur ein ganz kleiner Schritt in diese Richtung. Und diese Art von Cyberspace, die man gerne hätte. Und man muss immer verstehen, dass diese neue Dimension, diese Domäne von Cyberspace, die haben wir kreiert. Wir sagen also, was die Regeln sind. Es gibt keine natürlichen Gesetze wie die Schwerkraft. Alle Gesetze haben wir mehr oder minder festgelegt und wir können sie auch ändern. Und diese Gesetze wollen sie eben ändern. Next slide, please. Und damit komme ich eben zu Ende. Also wenn man über nachdenken möchte, wo man genau Cyberspace einzuordnen hat, dann möchte ich darauf zurückweisen, dass ich am Anfang habe ich einen Vergleich gezogen mit wie wichtig zum Beispiel die Einführung des Rades war für die Entwicklung der menschlichen Zivilisation. Ich möchte aber auch dazu sagen, dass vor eben Räder verwendet wurden, um zum Beispiel einen Schlachtwagen zu fahren, wurden sie eben 1500 Jahre lang als reiner ziviler Objekt zum Beispiel für die Herstellung von Gefäßen verwendet. Also es hat eine nicht militärische Komponente gehabt, eine reine zivile Komponente. Nur irgendwann einmal, 3000 vor Christus, ist jemand draufgekommen, dass man eigentlich ganz was anderes damit machen kann. Und auf einmal hat sich der gesamte Ansatz vom Rad geändert und es wurde eine militärische Technologie, das auch ganz gravierende Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der Menschheit gehabt hat. Und so denke ich, sollten wir auch sehen, was gerade mit
Cyberspace passiert. Wir haben eine zivile Entwicklung, die zunehmend militarisiert und im Sicherheitsbereich eben abgleitet. Und die weiteren Folgen werden wir in den nächsten Jahrzehnten erst langsam erleben. Danke. Next slide, please. Ah, das Ganze kann man übrigens nachlesen, The Darkening Web, Penguin Press, 2 Auflagen, und freue mich über Kommentare. Ja, vielen Dank für den tollen Vortrag, Alexander. Ich denke mir, du hast auch sehr, sehr viele Themen aufgemacht. Es sind mir sofort Assoziationen gekommen, wie auch Staaten wie Indien oder auch der Iran, die schon an ihrem eigenen Cyberspace bauen oder auch schon lange gebaut haben, um zum Beispiel so wie Indien ihr ATAR-System oder auch den ganzen sozusagen finanziellen Transaktionen in einem extra Internet auszulagern. Das heißt, auch da gibt es wahrscheinlich nochmal viele verschiedene parallele Cyberspaces in der Zukunft. Wir haben 2 Fragen im Chat, auf die ich auch gleich mal eingehen möchte. Ich glaube, die eine bezieht sich auf die Albträume, die du in der Mitte deines Vortrags erwähnt hast. Und es fragt jemand, SX34, wie sieht eigentlich der schlimmste Albtraum für Europa aus? Ich nehme an, also genau, er fragt weiter oder sie fragt weiter, träumen wir den amerikanischen? Möchtest du dazu etwas sagen? Ja, also das alles ist natürlich aus einer Sicht, und zwar nicht nur aus einer Sicherheitssicht, sondern aus einer diplomatischen Sicht. Also wenn man aus dieser Perspektive alleine die Frage behandelt, also dann ist es schon, dass es eine like-minded Gruppe gibt. Die sogenannte Like-Minded-Gruppe, die heißt so, die wird auch auf Deutsch so angesprochen, die sind Staaten, die ich als Free-Internet-Countries bezeichne, die haben sich schon zusammengetan und die haben mehr oder minder schon ziemlich lange, jetzt in den letzten paar Jahren, gemeinsam mit den Amerikanern sehr oft unter ihrer Führung Positionen vertreten. Wo die Amerikaner eben und Europäer unterschiedlich sind, das ist immer in Detailfragen, wo auch Europäer manchmal unterschiedlich sind. Also zum Beispiel, die Wahrheit ist es, dass Staaten wie Frankreich zum Beispiel schon eher ihr Probleme haben mit der Idee, dass das Internet überhaupt eigentlich nicht staatlich kontrolliert wird. Die haben ja schließlich eine staatlich kontrollierte Internet einmal aufgestellt, das heißt die Minitel, aber wie die selber eingesehen haben, hat das nicht sehr gut funktioniert. Und deswegen ist es auch zu verstehen, dass innerhalb der sogenannten Like-Minded Group gibt es eben Schwierigkeiten, manchmal eine feine Abstimmung. Aber das grundsätzliche Problem, was alle vereint, ist, dass eins, wir wissen, dass Cyberkrieg kann unabsichtlich passieren. Also diese komplette Angriffe und auf die kritische Infrastruktur und die damit eingehende zivile Zerstörung. Und das kann per Unfall auch passieren. Und wir wissen auch, dass für diese Staaten wie China und für Russland vor allem diese Informationskriegsführungsdebatten am wichtigsten sind. Aber ihnen ist nicht nur Cyber wichtig, ihnen ist das Völkerrecht allgemein wichtig. Und sie wollen grundsätzlich, dass wir Information als Waffe festlegen, und zwar unter internationalem Recht. Information ist keine Waffe, es ist Information. Aber wenn Sie so weiter vorantreiben mit Ihren zum Beispiel Verknüpfungen von Informationskriegsführungen und Ähnliches, dann wird Information zur Waffe. Dann ist jeder Blogpost etwas, das von Regierungen abgesegnet wird, wo eine Regierung bei sich bei der anderen Regierung beschweren kann, wenn was Böses über seinen Staat überhaupt gesagt wird und so weiter und so fort. Und das ist tatsächlich nicht so weit entfernt. Da bedarf man nur 2-3 Schritte und man ist schon dort angekommen. Und das haben wir definitiv, und liberale Demokratien, dazu gehört natürlich auch Länder wie Japan und Südkorea genauso dazu, haben wir gemein. Die interessanten Fragen sind aber zum Beispiel Swing States, wieder mal aus einer sehr westlichen demokratischen Perspektive gesagt, Swing States, das sind dazu gehören zum Beispiel Staaten wie Indien, die nicht die amerikanische Sicht an sich kritisieren, aber die amerikanische Marktdominanz. Und das ist vor allem für die Europäer auch ein riesiges Problem, dass vor allem amerikanische Firmen am meisten vom Internet und vom Cyberbusiness profitiert haben. Und das ist das Allerwichtigste. Was dazu kommt, ist, dass sie auch Probleme haben mit Facebook und Twitter, und die wollen tatsächlich auch, dass diese Organisationen stärker sich an nationales Recht orientieren. Das wollen aber auch einige europäische Staaten, und da gibt es, wie Präsident Macron letztes Jahr eben in Paris gesagt hat, einen Mittelweg, dass wir hoffen, dass die Europäer versuchen aufzubauen, dass irgendwo zwischen the Free Internet Californians und the
an The Great Wall Internet von China und Russland liegt, wird es hoffentlich eine europäische Vision geben. Aber diese europäische Vision ist definitiv die amerikanische viel näher als die russische oder chinesische. Ja, danke. Wir haben noch eine zweite Frage im Chat. Ich sehe leider nichts von euren Bildern. Also falls, seht ihr mich überhaupt? Weil ich wir sehen, schon, ja, wir sehen dich. Aha, okay, dann kannst du vielleicht einen PowerPoint weggeben, dann sehe ich euch wieder. Ja, das kann ich machen. Eine Sekunde. Dann lese ich vielleicht die zweite Frage vor, die wir noch haben. Und zwar die Live-Frage lautet, welche neuen Routes des Internets wird es denn chinesischer Ansicht nach geben? Wird es geben? Welche neuen Routes des Internets wird es denn chinesischer Ansicht nach geben, gestellt von KM? Ich habe das akustisch nicht ganz verstanden. Also ich habe, also wenn es einen neuen Route gibt, es gibt seit länger eine Frage, wieso man nur eben diese 13 Route-Servers hat und die von 12 Betreibern eben gemanagt wird. Die meisten sind in Amerika, nur 13 nicht in Amerika. Und da gab es schon sehr lange eine Forderung zum Beispiel, dass man ICANN, das ja im Moment in San Diego mit headquartered ist, nicht in San Diego belässt, sondern vielleicht in Genf oder irgendwo anders, oder Den Haag oder Wien, unterbringt. Und das Zweite ist, dass man vielleicht mehrere Root-Server dann auch hat. Und es gibt eigentlich keine Limitierung, an wie viele Root-Servern man haben kann. Eigentlich ist der Root-Server selber ja nur eine Kopie von A-Root. Also es gibt ein einzige File, das ist mehr oder minder das Telefonbuch des Internets, und von da leiten sich alle anderen Telefonbücher in ungefähr auf einem Baum aus, also eine Hierarchie. Die Hierarchie wird dann sehr weit gestreut und ganz, ganz, ganz am Anfang steht eben ein einziger File und das sagt einfach, wo kann man nachschauen, damit man die anderen Telefonbücher mehr oder minder findet. Also diese Telefonbücher übersetzen die IP-Adresse in einen DNS-Eintrag oder einen Namen zum Beispiel und so weiter und so fort. Und diese Kopie wird ja eigentlich geteilt, also dieser eine File wird eigentlich geteilt und es ist ziemlich egal, wie oft man das teilt. Es gibt Fragen, dass man grundsätzlich, es gibt auch Forschungsprojekte, die auch grundsätzlich schauen, ob man diesen Root splitten kann. Und das versuchen tatsächlich die Chinesen schon länger. Die werden auch, betreiben auch wissenschaftliche, es gibt ein sogenanntes Yeti-Projekt, das gibt es schon ziemlich lange. Und die Russen, wenn sie von ihren BRICNET sprechen, also von einem Traum, dass Brasilien, Russland, Indien und Südafrika einen eigenen BRICNET aufbauen könnten, dann meinen sie das auch, dass sie den Root splitten würden. Aber wenn das passiert, dann wird es ziemlich schwer sein, wahrscheinlich zwischen diese zwei Cyberspace schnell zu kommunizieren. Und es ist wichtig zu sagen, das wäre nicht nur das Internet selber, sondern es wäre ganz Cyberspace. Also das ist nämlich alles, was damit zusammenhängt, wird auch betroffen. Ich glaube, es beantwortet die Frage ungefähr, aber ich bin mir ganz sicher, ob ich es akustisch auch verstanden habe. Doch, also so, ich glaube, okay. Das ist sehr gut verstanden, die Roots. Okay. Gibt es, ich habe jetzt gesehen, im Chat gibt es im Moment keine Frage. Gibt es von Lukas, Sophie, sonst noch jemanden, der sich gerne dazuschalten möchte? Genau, Roland hat den Wikipedia-Eintrag zu Alternative DNS Route geteilt im Chat. Genau, zum Beispiel. Ja. Genau. Naja, eine Frage würde mir einfallen, vielleicht ein bisschen provokant. Also ich finde, in diesem Kontext der Cybersecurity und auch gerade jetzt ist Wahlkampfzeit wieder und wir wussten ja, dass im letzten Wahlkampf in den USA das DNC-Hacking irgendwie möglicherweise wahlentscheidend war oder zumindest irgendwie ein Meddling war. Und in dem Kontext fragt man sich sozusagen, ob die Meinungs- und Pressefreiheit irgendwie eine System-Vulnerability auf gewisse Art und Weise ist, die man einfach ausnutzen kann. Auch irgendwie unsere Sorge darum, jede Art von Meinungsäußerung in den sozialen Medien zu beschränken, das ist irgendwie ein rotes Tuch oder ist politisch für uns schwierig zu schlucken, aus guten Gründen natürlich. Andererseits kann man das halt weaponizen auf irgendeine Art. Weiß nicht, wie stehst du dazu ganz grundsätzlich? Denkst du, dass das irgendwie ein Flaw der liberalen Demokratie ist, die einfach
auf gewisse Art inkompatibel mit dem technologisch aufgerüsteten Zeitalter ist, oder? Ja, das antworte ich gerne. Wenn man vielleicht kann man den Screenshare beenden und dann sehe ich nämlich die Beteiligten auch. Im Moment sehe ich leider nichts. Also ich bei mir wenigstens. Der Screenshare ist beendet und ich sehe alle. Okay. Ah, komisch. Naja, bei mir nicht. Ich muss vielleicht oben die Frage ist, das minimieren. Da gibt's ein Minus. Also ich einfach um die Frage wirklich ganz erlaubt zu antworten, ich würde mal einfach sagen, ja, it's not a bug, it's a feature. Ja? Und das geht im Umkehrschluss genauso. Also wenn man sagt, dass Redefreiheit natürlich ausgenutzt werden kann, das ist schon länger der Fall. Das ist nichts Neues. Und dass wir zum Beispiel die Grenzen diesbezüglich auch schon länger ausloten, das passiert je nach Gesellschaft mit anderen Geschwindigkeiten und mit anderen Schwerpunkten. Also in Deutschland und Österreich haben wir ja vor Jahrzehnten das Gespräch für uns selber abgeschlossen, dass es tatsächlich doch auch Zensur geben darf. Ja? Wir haben Bereiche, wo Gesetze eben eingreifen, Wiederbetätigung vor allem, aber auch andere. Das ist in Staaten wie in Amerika ein bisschen schwieriger, aber nicht so schwer, wie Sie es gerne sagen. Aber gleichzeitig wird immer damit geachtet, dass es mit Augenmaß passiert. Wie eigentlich die westlichen Staaten damit jetzt umgehen, das ist vor allem besonders interessant, weil gerade Putin vorgestern einen Vorschlag von aufgegriffen hat, dass wir in unserem Cyberbereich schon seit 5-7 Jahren verwendet haben, dass es eine Incident at Sea Regel geben soll für Cyber. Das ist jetzt viel zu detailliert, das lasse ich jetzt einmal so stehen. Aber er versucht immer wieder, mehr oder minder Interference in Elections als ein Wort mehr zu positionieren. Aber Interfering in Elections haben wir in der Global Commission so unterteilt, dass wir zum Beispiel against attacking electoral systems sind, aber nicht attacking elections. Also attacking electoral systems ist das eigentliche Hacken von zum Beispiel Parteiservern und dergleichen mit der Idee, dass man diese Dokumente leakt. Also DNC ist ein perfektes Beispiel. Aber nicht die Propagandakampagne und die Disinformation Campaign, das auf Facebook auch von ausländischen Mächten geführt worden ist. Also wo man normalerweise jetzt, also wo man circa ist, im Westen allgemein gesprochen, aber hier gibt es große Differenzen, ist, dass es eine ganz klare Linie gibt, dass man die gesamte technische Infrastruktur von Wahlen als kritische Infrastruktur eben bezeichnet, dass eben auf gar keinen Fall nicht angegriffen werden kann, aber nicht Facebook und andere Strukturen, also die eben eine psychologische Komponente haben, gleich behandelt. Das wollen vor allem natürlich eben die autoritären Staaten, weil die kommen ja sofort mit Human Rights Watch, Amnesty International, MND, das sind alles, das National Endowment for Democracy, das sind ja alle CIA-Plots. Das ist im Endeffekt sofort, was da passiert. Die BBC ist ja auch ist eine Informationskriegswaffe. Das ist halt ihre Behauptung. Und wir beantworten, dass es geht nur um die technische Komponente. Wir werden diese psychologische Komponente nicht anfassen, weil das würde eine grobe Änderung des internationalen Rechts bedeuten. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Weil dann, wie ich sage, bedeutet das, dass alle Informationen nämlich als Waffen vom Staaten abzusegnen sind. Alles, was wir sagen und tun, müssten dann vom Staaten abgesegnet werden. Das ist quasi nur zwei Schritte entfernt mit dieser Interpretation vom Völkerrecht. Und deswegen ist es wichtig, dass man die technische Komponente, und das inkludiert diese Doxing der Dokumente, also das Hacken und dann Release der Dokumenten, unterscheidet von diese Propagandakampagnen, die auf Facebook und Twitter geführt werden. Sehr spannend. Danke für die Antwort. Also ich finde das sehr spannend, weil es ist die super slippery slope sozusagen, wenn du da intervenieren willst, weil wo fängt sozusagen der Hashtag-Aktivismus an und wo hört er auf? Und klar, die Russen sagen schon immer, dass das irgendwie alles von Soros finanziert ist, was irgendwie liberal ist. Ja. Hoffentlich lässt sich sozusagen diese Dichotomie zwischen, das ist nur ein technologischer Angriff oder das ist eh irgendwie nur psychologisch, hoffentlich lässt sich die aufrechterhalten. Aber es klingt zumindest mal nach einer vernünftigen Unterscheidung für mich auf den ersten Blick.
Ich kann mich erinnern, es gab ja auch mal eine kurze Debatte, ob im Facebook nicht systemrelevante Infrastruktur ist. Aber das ist ja ein anderes. Genau, zum Beispiel. Genau. Lukas Lehner hatte noch eine Frage. Bitte, Lukas. Ja, vielleicht so ganz kurz meine Frage, geht genau in die gleiche Kerbe wie die Frage von Lukas vorhin. Und zwar hat mich diese Dichotomie unheimlich überrascht, vor allem, dass es diese Einigung offenbar nicht gibt zwischen westlichen und autoritären nicht westlichen Ländern. Da ja in westlichen Ländern, insbesondere in den USA, es ja eben diese schweren Vorwürfe gibt bezüglich Information Wars gegenüber Russland, gegenüber ausländischen Mächten in die letzte US-Election, jetzt wieder in die US-Election, wo ja quasi auch die in den USA dann zumindest unilateral auf nationaler Ebene auch gewisse Maßnahmen diskutiert, auch getroffen werden oder dann private Akteure wie Facebook selbst für sich Maßnahmen treffen, quasi um Political Campaigning und so oder Disinformation einzuschränken. Also das quasi, deswegen überrascht mich sehr, dass auf der nationalen Ebene, beispielsweise in den USA, aber auch in europäischen Ländern, dass sehr wohl diskutiert wird und da Maßnahmen auch gesetzt werden, aber quasi auf der internationalen Ebene von Seiten der liberalen westlichen Demokratien das nicht diskutiert wird, beziehungsweise man sich nicht auf diese Definition einigen kann. Also ich würde mal grob unterscheiden zwischen Maßnahmen, die Staaten treffen und Maßnahmen, die Privatfirmen treffen. Und also die Staaten im Westen oder liberal, ich rede jetzt vom Westen, weil in Südkorea zum Beispiel und Singapur ist es anders, im Japan ein wenig, aber wir reden jetzt wirklich von Europa und Nordamerika in dem Zusammenhang. Die meisten Maßnahmen sind tatsächlich die Firmen selber machen. Und die werden nicht politisch gelenkt. Es gibt Maßnahmen wie in Deutschland zum Beispiel, also NetzDG zum Beispiel, also es gibt ein Gesetz, das spezifisch darauf hinausläuft, dass Hassreden zum Beispiel unterbunden werden. Und wie das halt eben vor sich geht, dauert das. Also die ersten Versionen von NetzDG wurden ad absurdum geführt. Also der Regel ist das, dass große Provider wie Facebook und Twitter müssen innerhalb von, da könnte ich mich irren, ich glaube 24 Stunden für schwerwiegende, für leichte Verstoße und 4 Stunden für schwere Verstoße, aber das könnte falsch sein, die Stundeneinteilung, müssen sie antworten und ein Posting entfernen. Ja? Also es gab schon diese Versuche, das zu machen. Und was interessant für mich ist, ist, wie Facebook vor allem antwortet. Und ich kenne Facebook sehr gut auf alle Ebenen und bin schon seit Jahren mit denen in Kontakt. Und der Chief Security Officer, der ehemalige Chief Security Officer von Facebook, der Alex Demos, der mehr oder minder gefeuert wurde, weil er sehr, sehr gute Ideen gehabt hat diesbezüglich, der, obwohl er eigentlich meiner Meinung nach gute Positionen vertritt, sagt auch, wieso wollt ihr Firmen, dass Facebook über die freie Meinungsäußerung entscheidet? Ja? Das darf doch nicht sein, das darf doch nicht eine Privatfirma machen. Und das ist, finde ich, falsch, weil das ist ja nicht so, der Gesetzgeber hat zum Beispiel in Deutschland, in Österreich, in Frankreich entschieden, was unter freier Meinungsäußerung fällt und was nicht. Und es wird nur Facebook und Twitter und so weiter gesagt, das ist die Gesetzeslage, ihr müsst euch daran halten, Punkt. Ihr müsst nicht andere Interpretationen zusätzlich machen. Und wenn es Graubereiche gibt, dann müssen sie auch nicht so schnell reagieren. Also diese Sachen passieren hauptsächlich so, dass man sagt, dass wir haben eine bestehende Gesetzeslage und diese Firmen, vor allem Facebook, müssen sich einfach daran halten. Die Ebene darüber ist, und das ist eigentlich, wo Russland und China gerne wäre, ist, dass es auch eben Anschuldigungen anderen Staaten inkludiert. Also wenn zum Beispiel Russland ein Problem hat, was im deutschen Cyberspace gesagt wird, dass Russland eben durch rechtliche Mittel mehr oder minder einwirken kann, dass Facebook das auch nicht in Deutschland zeigt. Und das ist etwas, was wir zum Beispiel mit China und Falun Gong auch weltweit schon mehrmals erlebt haben. Also die Chinesen waren sehr, sehr aktiv dabei, Inhalte weltweit zu bannen. Und das tun sie. Also auch in Afrika setzen sie sehr oft durch, dass zum Beispiel gewisse Webseiten und Inhalte nicht eben zu sehen sind. Und das machen die westlichen Staaten nicht. Aber wo die westlichen Staaten eben immer eins sind, egal was unterschiedliche Rechtslagen betrifft und die unterschiedliche Einschätzungen oder wie groß die Meinungsfreiheit gehalten wird, ist, was nicht passieren kann, ist, dass internationales Recht so geändert wird, dass Information als Waffe akzeptabel ist. Das Recht auf Selbstverteidigung in UNO-Charta ist ganz klar festgelegt.
es muss mit einem bewaffneten Angriff zusammenhängen. Und da gibt es auch wieder Unterteilungen im Völkerrecht. Armed Attack kann auch Use of Force bedeuten. Es ist Use of Force dasselbe wie Armed Attack. Darüber streiten sich die Leute. Ja? Aber ein bewaffneten Angriff ist das Einzige, wo wirklich ein Kriegsfall eintreten kann. Ein bewaffneten Angriff kann nicht bedeuten, du hast meine Gefühle verletzt. Und wenn wir damit anfangen, dann hätten wir nie endenden Kriegszustand. Ja? Und das ist aber gleichzeitig für manche autoritären Staaten, wo sie sich real befinden. Sie finden sich permanent im Krieg. Ich weiß nicht, ob du das vorher gemeint hast, aber Russland ist vor allem natürlich seit Jahrzehnten darauf bedacht, darauf hinzuweisen, dass sie glauben, dass alle Demokratie-Revolutionen, angefangen von Serbien bis nach der Ukraine, dezidiert vom Westen, explizit CIA gesteuert wurden. Und das sagen sie immer wieder. Und das ist immer ein Bezugspunkt, deswegen wollen sie auch die Möglichkeit haben, eben Informationen zu kontrollieren, weil das eben aus ihrer Sicht her das Einfallstor für fremden Mächten darstellt. Ich glaube, ich habe jetzt meine Zeit überstrapaziert. Ja, sehr, sehr spannend. Es gibt wahrscheinlich, wenn wir jetzt noch viel Zeit hätten, sogar Überschneidungen zwischen den verschiedenen Vorträgen, die mir jetzt angefangen haben, gerade im Kopf zu wachsen. Aber ich glaube, dabei lassen wir es. Das CIA hat angerufen, wir müssen jetzt aufhören. Es gibt im Moment keine anderen Fragen. Sophie, möchtest du noch, hast du doch einen Punkt, den du machen möchtest? Der Vorteil oder auch Nachteil eines virtuellen Treffens auf Fair Teaching ist, dass die Leute sehr oft sich denken, ach, ich kann mir das dann nachschauen und dann sozusagen werde ich meine Fragen besser formulieren können. Dann sind wir aber nicht mehr da und dann können sie sich nicht mehr stellen. Gut, das war's. Wir haben eh schon sehr viel Zeit beansprucht. Der nächste netzpolitische Abend wird am 5. November stattfinden. Wir haben noch keine fixen Vorträge geplant, aber es wird sicher wieder spannend werden. Beim letzten netzpolitischen Abend, den man jetzt auch nachsehen kann, dem 48. wurde übrigens sehr heftig, glaube ich, auch über das NetzDG, das du, Alexander, angesprochen hast, diskutiert. Und Thomas Lohninger hat den momentanen Status in Deutschland vorgestellt. Auch das ist jetzt online, kann man sich anschauen und auch unser heutiges Gespräch wird dann weiterverarbeitet und online gestellt werden. Ja, dann bedanke ich mich für das Kommen. Vielen Dank an die Vortragenden, vielen Dank Sophie für die Hilfe. Wir bleiben in Kontakt und vielen Dank auch noch an Faircom, dass wir gehostet wurden. In diesem Sinne, vielen Dank und einen schönen Abend und alles Gute für die Projekte. Danke. Ciao. Ciao. Danke. Ciao. Schönen Abend.